Moin Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuesten Video, aber bevor ihr jetzt weiterschaut, abonniert einmal schnell meinen neuen Kanal, Nils Extended heißt der. Da werden in Zukunft viele Videos kommen, die dann nicht mehr auf dem Hauptkanal zu sehen sind. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, Nils Extended abonnieren. Okay. Okay, 3, 2, 1, go. 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 Komm, drück, geht, drück. Der 2, spinnt. Wir sind sofort sprint. Ich guck sofort drüber. Da ist gut, da sind schon mal übelste Lags. Wir sind schon, jetzt schon ein Lead. Huch. Ist das neu? Ich habe gar keinen Sound. Das ist richtig schwierig. Sound brauchen wir hier nicht. Den einzigen Sound, den ihr hören werdet, ist schneller. In 3, 2, 1. Ja, dann jetzt haben wir keinen Sound. Ja, warte. Wir machen das gleich. Okay. Stimmt, wir haben die Meterzahl kann man jetzt als Zuschauer natürlich nicht sehen, ne? Oh, stimmt, das ist natürlich ein Problem. Müssen wir quasi nochmal eine Szene einstellen, aber das machen wir dann beim nächsten Fahrstuhl. Wo steht denn die? Jetzt schon eine halbe Sekunde Vorsprung. Ist geil. Das ist schon ein easy win. Wir lassen uns gar nicht stressen. Willst du heute? So, Sound ist da. Rechts Shotcut. Oh, ja. Stark. Wir nehmen nur Shotcuts. Go. Einfach Gefühl, ne? Einfach nach Gefühl. Unsere Hirne sind gut synchronisiert. Ich empfinde das genauso. Ja. So. Geil. Okay, wir sind schon im Auto. Wir sehen euch übrigens, ne? Also. Oh, das ist, also ich zum Beispiel darf nicht rübergucken. Bei mir ist sofort mental alte 4, wenn ich sehe, dass jemand vor mir ist. Ja, das ist ja gut, dass die... Entschuldigung. Alles gut. Ist aber auch. Also Controller und ich sind keine großen Freunde. Ich finde, man muss sich immens konzentrieren. Nee, wir müssen hier lang. Brüggi. Nein, das ist doch nicht so. Brüggi, wir müssen jetzt so tun, als wenn wir uns nicht verstehen, damit die sich sicher fühlen. Sehr gut. So, 3, 2, 1. Hast du das gesehen? Fantastisch. Das war das Größte, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Wir müssen so, einfach, Johnny, das geht hier überhaupt nicht um Geschwindigkeit. Null. Ne, deswegen, wir sind ganz entspannt, wir müssen nicht irgendwas rushen. Willst du runterzählen? 3, 2, 1, Speed ist alles, Maxim. Speed ist alles. Es geht nur um Speed. Die müssen es erstmal einholen, wenn wir runterfallen. Und go. Stark, ey. Okay, das ist bis jetzt noch nie passiert, aber es scheint... So, das schaffen wir auch easy, ne? Hier ist noch niemand runtergefallen. Oh. Die sind richtig langsam. Bitte? Die lassen sich richtig viel Zeit, die sind total... Ey, komm, jetzt, das geht nicht. Ich kann nicht rübergucken und mich konzentrieren. Ich muss jetzt schon die ganze Zeit furzen. Und go. Wir sind meilenweit hinter uns. Wir sind jetzt schon gewonnen. Wir haben schon gewonnen. Okay. Ja, der ist schon gewonnen. Oh, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Das ist nur ein Test. War nur ein Sicherheitstest. Okay, ich hab dich. So. Diesmal haben wir ja nicht so diese gefährlichen Mittelmänner. Warte mal, wir laufen völlig falsch. Jetzt, wenn du es nicht sagst, weiß es keiner. So. Das Schöne ist, das war mir immer noch nicht aufgefallen, ne? Also ich wäre da noch trocken. Oder seid ihr wieder zurückgelaufen, oder? Wir sind. Ah, ich sehe es. Okay, ich habe die Treppe gesehen, das reicht mir. Wenn man einmal durch war, fängt man wieder von vorne an, ne? Ja, so, ihr wart schon ganz oben. Ja. Scheiße. Okay, Brücke, wir müssen die auf jeden Fall noch eine Runde überholen, so. Sonst wird das nicht... Ich muss mal kurz hier improvisieren. Über Meter. So, wir nehmen gleich den nächsten, weil wir krass sind, genau. Wie krass wir sind. So, jetzt kommen die gefährlichen Nils-Spikes. Sorry, aber Meteranzeige passt. Wollen wir... Brücke, ist alles gut, ich zieh's durch. Einen von uns beiden bestimmen, und du kannst es gerne machen. Der so ein bisschen bei den etwas schwierigeren Passagen, die das Timing ansagt. So, weil gerade war das nämlich. Ja, das war richtig. Ich wusste aber auch gar nicht, dass das passieren kann, um ehrlich zu sein. Ja, das wusste ich auch nicht. Also bis jetzt war das auch immer so. Geduld kann ich sehr gut. Kannst du wirklich, ne? Geduld! So, guck. Ja, Nils und ich dürfen ja nicht in ein Team, weil wir haben ja bei DLDU so hart rasiert auf der Gamescom. Ja, das war schon ziemlich legendär, ja. Aber ich will nicht, dass du jetzt meinen Partner in irgendeiner Form kleinredest. Johnny habe ich auch schon so viele legendäre Wins geholt. Ich erinnere mich an keinen. Ach, diese ganzen Nocturne-Games. Nee, schaffe ich nicht. Ruhig, Tiger. Und jetzt können wir gehen. Auf magische Art und Weise wieder da gewesen. Das zählt noch als gegangen. Okay, nur das erste, danach Gefühl, ne? 3, 2, 1, go. Go. Warte, stopp, ich bin müde. Alles gut, ich seh dich. Ich hab dich doch, Maxim, ich hab dich doch! Ja, das ist gut. Fällt mir auf. Nehmen wir direkt. Ja, klar.
So, jetzt muss man springen. Richtig. Dreimal in Folge auch, ne? Ja, hab ich gemacht. Komm. Und gleich Klimmzüge. So, jetzt wird das ein Fässer. So, so jetzt müssen wir zusammen. Jetzt 3, 2, 1, go. Und stark. Und nochmal direkt drauf? Ja. Und drüber. Ja, nein. Das war auch noch nie passiert. Okay, das war frech. Okay, das ist gut. Leute, aber wie ist es vom Zuschauen her? Der Lag ist ein bisschen da, aber ihr habt ja das wichtige Gameplay links von euch. Also wir einfach hier warten, ne? Nee, warte, das kann ich nicht psychisch! Ah! Oh, das war close. Okay. Einfach laufen und springen. Türchen okay, okay. Im Widerspruch. Ja, ist ja. Das Tier ist alles nicht cool, Maxi Marco. Das war gar nicht cool. Das war gar nicht cool. Solange es läuft, sind die happy. Nice. Aber warte mal, bis zum ersten Mal irgendwas bei dem nicht läuft, Johnny, dann bricht das zusammen. Also ich sag mal, ab 12.30 Uhr kommt unsere Zeit. Spätestens. Ja, da ist wirklich, da ist gefährlich. Weil ich mit dem Auto fahren. Bei Maxim, du musst ja auch immer berechnen, der wird immer hungriger. Ja, ich habe jetzt gerade gegessen, das war übelst schlau von mir. Oh aber mein Gott, das ist gemein. Das ist das viel größere Problem. Und Kaffee ist ja eine der wenigen Substanzen, die mich ja super hart beruhigen. Sollte Kaffee nicht eigentlich anders wirken? Bei mir ist es eigentlich. Es ist auch, die ganze Welt sieht das so, aber Maxim Harkov hat deine eigene Meinung. Ich habe da seine eigene Regel. Du trinkst wahrscheinlich. Ich werde auch von Wasser betrunken. So, das geht ratzfatz. Du standst einfach in der Luft, ne? Ich? So. Ja. Los geht's. Ich fand das stark. Dankeschön. Ich hab jetzt ich aber auch Gott-Mode eingestellt. Ich bin ans Ziel gekommen. Das ist wahrscheinlich besser. Also Brügge, wenn du runterfällst, hat Johnny sofort recht, ne? Aber das hätten wir machen sollen. Das wäre sehr lustig gewesen, wenn wir so Gott-Mode einfach heimlich und die hätten das, die wären richtig nervös geworden. Ja, die wären auch so noch nervös. Ich bin also komplett nervös. Brücke! Es war zu jedem Zeitpunkt alles in Kontrolle. 3, 2, 1, go. Ich fahr so gut Auto. Das Auto ist wirklich die Stelle, wo ich am meisten Angst vor habe. Boah. Ja, ja. Das sah kurz so aus, als würdest du mich verlassen. So, wir haben nicht mal der Dinge gebounced, weißt du. Also, ich sag mal so, mein Schädel hat auf jeden Fall einige Hits kassiert, aber sonst war's gut. So. Geduld. Geduld, das können wir. Wir warten bis zum absoluten Schluss. Okay. Du sagst Ansage. 2, 1, go. Wir springen weiter. Das ist unser Zeichen. Gott vertrauen. Ja, sauer. Okay. Und nochmal rauf. Stark. Hammer. Jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir nur die Regeln der Physik brechen, wenn ich ganz reingekommen bin. Ich bin sehr zufrieden. Ich auch. So, ab jetzt, glaube ich, wird es ja auch leichter. Ja. Das Spiel bezeichnet sich ja dadurch, dass es immer leichter wird. Ja. Sehr gut. Warte, aber das ist neu. Wait, Laser sind neu. Ey, Leute, das Game wurde gepatcht. Ja, ich weiß auch nicht. Nein, ihr kennt nicht mehr alles. Der Piss-Turret. Ja, aber Spikes. Ich muss springen. Das ist ja übel schwer. Warte mal, du musst runter, ich schaff's nicht hoch. Der Laser wird nicht töten. Ich hab Probleme. Ich töte dich sonst. Okay, dann wieder. Dann hier. Aber jetzt kommt gleich der Laser. Nein. Der Laser ist im Ordners. Also, Bröki, mir ist es jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass du immer, wenn Maxim was sagst, einfach das Gegenteil verlangst. So, welches Problem hast du eigentlich mit Maxim? Was hat er ist ein toller Spieler, aber nicht so ein guter Redner. Oh, ja, hast du gehört? Stimmt. Reden kann ich nicht. Aber ich kann richtig gut spielen. Das war mir ja die wichtigste Aussage in dem Satz. Wir brauchen nicht mehr bis 3 runterziehen, wenn wir einfach. Du hast das Formel nach der Mama drin. Kein Buchstabenwettbewerb. Hast du das gesehen? Ich bin da. Ja. So. Nicht, was da passiert ist. Hammer. Sehr gut. Ich traue mich noch nicht richtig zu rennen. Okay. So, warte, du zählst. Endgegner wieder. Warte, ganz kurz. Springen oder laufen? Springen oder drauflaufen? Springen. Okay. Bei 3. 3, 2, 1, go. Okay, das hasse ich, Brügge. Ich hasse alles daran. Ja, ja, wir gehen jetzt auf den nächsten. Okay, der nächste. Jetzt warten wir. Springen. Und go. Und nächster. Kommen hier schon die Dinger? Nee. So geil, Maxi. Jetzt schlecht. Fass mich an, Maxi. Ich will, aber du bist weg. Und es ist andere Musik. Ja, mach gleich, Jungs. Ist das geil? Ja, mach ich gleich. Sehr gut. Jetzt kommen die. Kann man okay. So sauber okay. Sein? So sauber. 3, 2, 1, go. Go. Oh, So, warte. Ja, nicht so. Und go. Wir warten noch oben nochmal, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, Brügge, hast du dich weiter mit dem Spiel beschäftigt? Warte, pass auf. Gar nicht. Okay. Ich hab nichts geschaut. Das sah aus meiner Perspektive so aus, als wenn du zu weit oben warst, aber alles, nee, das war gut. Ich ahne das. Boah! Kein Problem. Krass. So gesund. Gesaved. Ja, stark. Ja, ich glaube, deine Perspektive war falsch. Ja, war's ja auch. Ich war zu weit unten mit der Kamera.
Daran lag's. Passiert. Oh, guck mal. Auf der Treppe hol ich auf. Warte, wie taucht man nochmal? Ich zieh dich einfach mit. Treppen treffen ist nicht meine Paradedisziplin. Let's go. Stark. Sehr gut. Ja, das passt ja. So, ah, guck mal, warte mal. Schön. Hast du jetzt die Dings bei denen eingebaut? Okay. Ich dachte schon. Jetzt kommt die Treppe. Wir können eigentlich noch, wir haben eigentlich so viel Zeit, bis wir noch die Meter rechts oben einladen können. Oh, das habe ich schon gemacht. Das ist der Vorteil, wenn man runterfällt. Das ist schlau. Sehr gut. Ja, ich das 500 Metern übrigens. Wir nehmen den nächsten. Ja, warte. Wenn das dem anderen Team auch hilft. Brügge, es geht nur der Win. Mir geht's nicht mehr. Wie ist das passiert? So, hier sollten wir wieder zählen. Entweder wir brechen jetzt Stardokas Rekord oder nicht. Go. Sehr gut. Der nach Gefühl? Sehr gut. Ja. Oh, da bin ich, wieso bin ich denn zur Seite? Bist du? Hast du? Ja. Oh, ich packe aber. Alles gut. Ich bin richtig weggeschoben. 2, 1, go. Alles gut. Und go. Nee, stark. Machen wir jetzt aber nicht. Du musst jetzt actually festhalten und dann zu mir kommen, Maxim. Oh, hier bin ich öfter gestorben. Warte mal, wir machen direkt, das ne? Das mal unten ja, durch. Let's go. So, okay. Ich weiß nicht, warum ich hier so Probleme hatte, aber... So, warte. Das Feine dauert. Ruhig. Boah, also, dass das gut ging. So, hier auch, nicht ja. sprinten ruhig. War mein Trick. 3, 2, 1, go. Go. Oh, stark. Nachkorrigiert, du auch? Ja, aber... Kommen wir da hin? Wir landen alles gut. Alles gut. Oh, krass. Alter, wo bist du da hochgeklettert? Okay, jetzt müssen wir die Markovsche Taktik benutzen, mit dem Runterzählen. Mach gerne. Ja, da kann man sich gar nicht halten. Also, 1, 2... Warte, stopp! Nee, warte mal noch. Gott! Nee, stopp, warte. Also 1, 2 und dann nach dem dritten vorbei, okay? Ja, richtig, aber... Eins... Dann stopp! Okay, du hast recht, ja. 1, 2, 3, vorbei! Da... Ich hab dich. Okay. Aber wie zieh ich dich hoch? Warte, ich weiß nicht mehr, wie es geht. Na, aber es war ja nicht, du bist ja vor 3 gelaufen jetzt. Nee, also, ja, das stimmt. Warte mal. Also, 3 vorbei, okay? 1, 2, 3 vorbei, das ist die Lücke. Ja, das ist easy. Schön. Okay. Sehr gut. So, jetzt haben wir Gelegenheiten. Hier sind auch wieder mehr Laser, ne? Warum wird so ein Game gepatcht? Und dann auch schwerer gemacht, Mann. Oh, wie schnell das ist! Braucht ihr Hilfe? Ne? Ja. Also, es hat sich viel verändert, seitdem wir das letzte Mal gerannt sind. Das tut mir leid, dass seit eurem das letzten nicht Training gut. nicht mehr alles gleich ist. Hey, das ist die 100 Spielstunden nicht gelohnt. Hier ist alles okay. Okay. Du 3, 2, 1, go! Mit dem Baumstamm. Schön. Okay. Nächsten den direkt? Hier. Ja, okay. Ja. Wir springen mal gleich. Ja, genau. Sehr gut. Warte, ich muss kurz. Boah, also Leitern, ne? Also, das sieht sehr gefährlich aus. Drücke ich meinen Puls bei 900. Dann klackert mir die Kette die ganze Zeit gegen den Kopf. So muss es sein. au. Nein! Nein! Ah, sie fallen jetzt mal. Tempel. Die haben den Tempel. Oh, fallen sie tief. Oh, sie sind richtig tief gefallen. Man spürt nichts. Alles gut. Das war ein Setback. Ich muss das nochmal üben, die Strecke. Achtung. Die Strecke, dieser Apfel mit den Lasern. Nein. Ja, da muss man eh nochmal ganz kurz üben. Oh, Alter. Ah, warte, die Spielerzahl ändert sich. Warte, ganz ruhig. Ach so. Ah, jetzt. Ich muss raus. Naja. Okay. Das war das aber gut, dass das gut gegangen ist. Ja, da habe ich auch gedacht. Also gut für die mentale Gesundheit. Ja, so, also. Nee. Johnny, Nils, ist nochmal Planänderung. Also die. Ja, wir hören euch. Wir haben andere Systeme hier. Ja, das hast du doch gerade gesagt. Wir sind im gemeinsamen Discord. Ja, aber ich dachte, vielleicht hörst du nicht, weil ihr so krass vertieft seid in eure Jump-and-Run-Aktion. Nee, wir machen das so nebenbei. Immer ausgeglichen. Alter. What the? Ich kann da nicht rauf und dann dachte also, ich gucke einmal zu euch rüber aber und denke mir, ich will nicht mehr. Okay, aber das war doch jetzt komplett absurd. Also, ich habe mich quasi an dir hochgezogen. Ich hätte dich nicht pullen sollen, ne? Auf dem Ding kann man schon nicht. Ja, kann das sein, dass du mich ein Stück weit runtergepullt hast? Ich stand auf der Plattform und auf einmal wurde ich so runtergezogen. Aber ich weiß nicht, tatsächlich habe ich die Taste weitergedrückt, obwohl ich dann unten war. Also, das ist tatsächlich gut möglich, ja. Schaffen wir's? Egal. Wir sind ja nicht so weit gefallen. Also, das ist wirklich. Und die Strecke können wir mittlerweile auch dann ganz gut. Ja. So, hier warten wir. Hier warten wir. Auf uns, oder was? Nee, auf den Spießer.
So. Wir sind ja, glaube ich, schon vorbei, oder? An der Stelle? Ja, waren wir schon. Okay, also bei 3 vorbei. Du machst jetzt eine 3 und du sagst nicht Stopp zwischendurch. Okay, gut. Also, 1, 2, 3. Ich dachte, also auf 3, okay. Nee, also nach dem dritten. Ist niemand, so krass, also ich zähle ja die Stangen. Und die Stange, wenn die dritte Stange vorbei ist, das ist die Lücke. Okay. 1, 2, 3. Go. Boah, und zack, direkt den nächsten. Das schaffen wir nicht, das haben wir nicht. Ich halte dich zurück. Und go. Gut. Ah, das wird hier immer smoother. Ja, absolut. Was ist das für eine Spielerfahrung mehr dann? So. Gelegenheit. Ja, das ist eine sehr schnelle Gelegenheit. Ah, da sind die, ja gut. Ah. Das ist ganz schön, während so einer Leiter kann man mal so ein bisschen. Ja, kann man rüberlunsen, ne? Aber da fallen die gleich wieder runter. Ja. Warte mal. War das schon immer so? Das war immer so. Okay. Das ist die Stelle, wo Maxim am Donnerstag auch Schwäche gezeigt hat. Ich zeige hier nur Schwäche. Wir ziehen durch nach dem. Ja. Okay, sehr einfach gut. Durch. Einfach da. Achso, ja, aber da bleiben wir nochmal, ne? Oder willst du durch? Wir bleiben. Let's go. Alles sehr gut. Es geht nie um Tempo. Nee. Es geht immer um Athletik. 1, 2, nur mal die B-Note. So, aber. Tag. So. Warum sind wir eben da? Also warum jetzt bist du überhaupt unserer Seite Skal richtig runtergefallen? Mein Gott, dachte, da kann man gar nicht fallen. Ich hab keine Ahnung. Ich bin auch nicht so richtig schwer aus Fehlern zu lernen in dem Spiel. Ich bin immer, also hier laufen wir eigentlich immer rauf und aus irgendeinem Grund bin ich da nicht richtig. Vielleicht bin ich zu spät, zu früh. Jetzt, let's go. Diesmal mal gesprungen. Ja, sehr gut. Weiß nicht, warum ich da nicht rauf. Okay, mein Puls ist bei 7. 2, 1, go. Ich hol mir gleich Kaffee, Brügge, mich zurück. Also ist ein bisschen runtergegangen, der Puls. Sehr gut. Boah, das hast du gut gemacht. Aber wie? Also. Pull mal nicht. So. Okay. So? Okay. Ja. Und. Können wir hier speichern, Brügge? Und go. Stark. Jetzt sind wir schon wieder hier. Okay. Ja, ich habe eben einfach falsch gepullt. Ich muss quasi hingucken und so. Aber wenn ich immer hier nicht gelernt, war, wo waren jetzt mal. Also komm, Leute. Haben wir hier an der Stelle? Ja. Hier in Pulsland. So. Gegen Nils und Johnny. Ich finde der Runside sehr gut. Übrigens, dass wir scheiße sind! Ja, Mann, wieso redest du? Sie fallen. Die sind richtig, die sind richtig tief gefallen. Oh Gott, okay. Das war jetzt richtig nervig. Okay, 3, 2, 1, go. Der Run sagt sehr gut, dass Kommunikation drei, nicht Platz zwei, ist, sondern einfach nur Skill entscheidet. Ja, das wollte ich sagen. Nein. Alles gut. Also ich habe diesmal nicht gepullt, aber es hilft nicht so sehr. Leider. Okay, das ist gut. Die haben auch den Torschlag aktiviert. Wie bitte? Egal, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich? Ja, aber tatsächlich ist es schwierig, ne? Wenn einer oben bleibt, ist völlig egal. Also, man wird runtergezogen. Sofort runter. Ja. Einfach bei Physik. Warte mal, ich kann da gar nicht hin. Stopp, Brügge, stopp. Ich weiß auch nicht, was das Beste ist, ob ich dann sofort die Pull-Taste drücken muss, wahrscheinlich. Wenn ich, sobald ich der Einzige oben bin, dass ich sofort Pull drücke. Ja, vielleicht so. Ja, aber dafür musst du mich auch direkt anschauen, sonst macht er das nicht. Da safe and quit game. Ist nicht so einfach. Das finde ich gut. Hatte ich kurz Angst. So, Brügge. Also, was tun wir nicht? Reden. Wir reden schön. Nicht. Wir reden nicht. Wir dürfen nicht reden. Miteinander nicht. Über andere nicht. Nein. Das ist hier olympisch. Ja. Wupp. Wupp. Reden hat noch nie glücklich gemacht. Eben. Wer redet, der. Lügt. Der lügt, erstens. Meistens stinkt er auch. Gut. Das sowieso, wem geht's schon gut? Reden ist so ein Zeichen von, ich kann nicht mehr. Dann fange ich an zu reden. Das ist leider noch sogar schlimmer, wenn Anweisungen kommen. Eieiei. Ich bin höchst konzentriert. Hoppala. So, also, nach der dritten. Das ist die schwerste Stelle hier, weil es ist so psychischen Schaden. Pass auf, du machst das und wartest auf mich einfach. Das geht. Nee, pass auf, nee. Ich mach jetzt Sachen, pass auf. 1, 2, 3, vorbei. Easy. Okay, das wird nicht brechen, Brügge. Das kannst du doch auch alleine aufmachen. Du kannst doch auch alleine mal einen Schritt geben. Nee, mach ich nicht. 1, 2, 3, vorbei. Siehst du? Wir laufen einfach weiter. Ich gehört habe, zieh dich hoch! Nee, ich zieh dich nicht hoch. Und nochmal rauf. Oh! Ich hab Angst runterzurutschen. Oh mein Gott, das ist fantastisch. Wirklich. Das zeigt, dass wir immer besser werden. Ich dachte, du hältst dich dann fest.
Das macht mich so sauer, dass du einfach sagst nein und dann meinst du es doch noch ernst. Das kann doch nicht scheiß ernst sein. Okay, aber wir üben die schwierigste Stelle ganz oft, also. Ja. Er hat ja auch seine Vorteile. Ich will jetzt nicht auf dich hören, ich will das Spiel alleine spielen, wenn ich muss. Nein, wir müssen, du musst auf 1, 2, 3 langkommen. Mit anderen, aber ich scheiß drauf. Du bist einfach nur Gewicht in meinen Augen. Nein, Brücki. Ja, guck mal, Nils. Das ist doch balsam für meine Ohren. Oder? Das Team sich zersetzt von innen, verrottet. Ja, aber ich meine, das waren halt auch die beiden Flamer das letzte Mal. Ja, das stimmt nicht. Die Toxicity, doch. Die haben nur halt geguckt, wer schlecht ist. Und dann haben wir das ganz normal bewertet. Ja, ja. Okay, wer ist denn gerade bei euch schlecht im Team? Also Brügge fällt ständig. Aber Maxim pusht mich dazu. Ich pulle nicht. Das ist eine pädagogische Nicht-Pull-Maßnahme. Den nehmen wir. Ja. Schaffen wir nicht. Ja, gut. So, es ist Kaffeezeit. Maxim, ich habe so leckeren heißen Kaffee. Ja, das nee. Der beruhigt mich so schön. Der Puls geht runter. Ja. Gleich meine Power hoch. Hast du keinen Kopf? So, Brüche, wir gehen ins 1, 2, 3 Land. Du kannst also, ich kann auch einfach selbst machen. Nee. Und hopp. 1, 2, 3 vorbei. Das sind wir beide leicht an überambitioniert. Rechts und links vorbei. Hat schon echt. 1, 2, 3 vorbei. Schön. Okay. Du musst doch einfach, kannst einfach nicht weiterrennen und mein eigenes Tempo mehr lassen. Ich hab Angst. Das ist doch nicht so hart. Das ist doch nicht so hart. So. Sehr gut. Also. Gelegenheit. Gelegenheiten werden genommen. Gelegenheit. So. Wie so ein lauter Blitz. Das kann man bei den anderen bestimmen. Ist immer wieder bei den Fässern, ne? Ja, dann die waren los. Knifflig, diese Fässer, finde ich. Ja. Dann ist man sehr präzise und wir müssen so Angst gegen so einen scheiß Pfosten da zu springen. Let's go. Wie hast du mich genannt? Warum? Okay. Hast du gesehen, wie ich gebounced bin? Und ja. So. Können wir uns auch darauf einigen, dass das Spiel hier wahrscheinlich auch bei uns ein bisschen verbuggt ist? Ein bisschen, ja, natürlich. Ja, ein bisschen schwieriger ist auf jeden Fall. Ihr habt auch auf Extreme gestellt, ne? Ja, ich laufe per OBS. Aber, und auf schwierig auch, ne? Oder? Ich hab ein Lenkrad. Das ist richtig. Ich eine Fußmatte. Das sieht einfach aus, als würde er brutal zu Hochsprung getrennt. So, okay, das hasse ich. Ja, jetzt, also ja. Ich hab. Also ja? Nicht sprinten und nicht nachkorrigieren, richtig? Ja. Mhm. Okay, 3, 2, 1, go. Alles cool. Okay, wir bleiben. 3, 2, 1, go. Ich hab dich doch, mein Bär. Oh. Mein Bär. Okay. Warte, ja, nein, ich, nein, ey, das ist zum Mäuse. Ah, hier. Melken. Jetzt haben wir die Mäuse gemolken. Das ist ja so lächerlich. Das ist wirklich eine unterschätzte Stelle. So, jetzt dürfen wir uns konzentrieren. Aber es ist auch, also, wenn ich nicht sprinte und einfach nur die Richtung drücke, dann scheine ich gut zu landen. Also. Ja, ich bin ein bisschen drüber gesprungen. Ja. Frag mich, ob es am Anlauf lag, aber eigentlich kann man auf dem Fass ja keinen Anlauf nehmen. Nee. Also, scheint mir jetzt sehr absurd. Nächstes Mal klappt's. Okay, ich kann nicht mehr. Sehr gut. Schatz, Kaffee! Ja, ich muss so. Schatz, Kaffee. Das hat sich nicht gehört, Brügge. Du musst die anrufen. Kann dir die Nummer geben? Nee, warte, sie ist gerade im Kindergarten. Ja, meine Kinder sind da. Die können dir Kaffee machen, klar. Dafür hat man noch Kinder. 3, 2, 1. Okay, nur du weißt, wie es aus dem Labyrinth rausgeht. Komm mit. Okay. Oh. Dafür bist du natürlich straight forward. Den nehmen wir. Hier. Juhu. Sehr schön. Ja, weiß doch eigentlich gar nicht. Oh, und ich hab die Leiter getroffen. Es wird immer besser. Siehst du? Jede Runde wird besser. Jetzt schaffen wir auch die Fässer. Und dann nochmal oben, glaube ich. Ich denke auch. Dann nochmal oben ist, glaube ich, nicht so ein mieser Call. Ja, dann wieder hier runter. Da kommt die Laser-Show. Der trinkt, Maxim. Also, ich bin kurz davor. So. Okay. Mann, ey, ich bin wirklich absolut unfähig, das zu treffen. Okay, ich brauche nochmal eine Orientierung. Jetzt muss man nur krass springen, okay? Ja. Und los. Es ist aber auch extrem belastend, ständig die Beine im Ohr zu haben. Die hören ja auch nicht auf zu reden, ne? Ja. Ja, und vor allem auch, dass Maxim einfach rülpst, ohne zu rülpsen und so. Ich rülpse halt einfach nur.
Und das, halt ja, das, ist, das ist so ein sehr guter Halskratz-Move. Das, ja. Das ist so, einige würden husten, aber husten sehr. Warte mal. Du links, ich rechts. Achso, okay, dann los. Dann los. Das war knapp. Nicht warte. Hochgehen! Okay, das habe ich auch gemerkt. Oh mein Gott. Das wusste ich nicht. Okay. Warte, bleib drauf. Wait, das ist ja übel tight. Okay. Warte. Alles gut. Das war ein krasses Improvement, muss ich sagen. Warte mal, das hab ich noch nie gesehen in meinem Leben. Stopp. Das ist auch neu, das hab ich auch nie gesehen. Aber wir können auch einfach vorbei erstmal, glaube ich. Nee. Dann wie doch. Vorbei? Warte mal, wenn wir hier können. Wir jumpen jetzt einfach rüber. Komm. Und dann? Ja, und dann. So, wir haben so viele Krisen gemeistert schon. Wir sind richtig krisenfest. Ja. Mann, Maxim! Ja, ich bin oben. Nein! Du bist so blöd! Wieso bin ich blöd? Ja, oh, herrlich. Kann man so blöde sein wie Maxim Markov? Ich fand das so klug. Okay. Also, ausrichten. Du bist hinter der Mauer, drei, das ist ganz so blöd. 1, go. Ja, und jetzt? Ist Game vorbei, oder was? Warte. Ausrichten. Ja. 3, 2, 1, go. Warte mal, wir sind stuck. Oh, ja. 3, 2, 1, warte, aber da gab's noch einen Button. Ah, oh, das fühlt sich so gut an, ne? Ja, wirklich, ne? Warte mal. Warte, hier müssen wir durch. Nee, warte, hier müssen wir nicht durch. Hier. Stuck somewhere. Wir machen mal Leiter, safe, genau. Wir machen mal stuck somewhere. Schön. Gleich haben wir so. Wie? Habt ihr einen Reload gemacht? Nee, wir waren stuck tatsächlich. Ja, hey, ihr hättet doch runterspringen können. Warte, wo seid ihr? Nee, wir sind schon gefallen. Wir wollen gefallen. Oh Gott, ey, hier waren wir noch nie. Okay, warte. Also die Idee ist... Okay, beruhige. Du kannst nicht einfach so Sachen machen. Ah! Wir laufen hinterher, ne? Sobald du redest. Hinterherlaufen, ja. Ja. Und dann zwei Sprünge oder einen? Wir laufen hinterher und dann, ja, also dann springen wir erstmal im Treffpunkt, wenn die sich treffen, springen wir rüber und dann, wenn der umdreht, ein zweites Mal. Also zweimal, okay. Ja. Dann würde ich sagen, wenn es das nächste Mal von uns weggeht. Okay, also jetzt. Das noch nicht, sondern na, das okay, ist okay. Ja. Und achso, okay. Jetzt. Ah, ja. Warte! Schwierig. Haben wir. Wir können bei den neuen Dingen absprechen, Maxim, so ein bisschen zumindest. Warte, ja, aber ich dachte, also du wolltest jetzt gleich loslaufen, stimmt's? Brillant. Wenn ihr Lust habt, dann springen wir gleichzeitig auf das Kreuz und springen gleichzeitig auch drüber hinweg, weißt du. Okay. Das ist ein Trampolin. So wahrscheinlich hast, von hier mit Sprint und dann an der Ecke, oder? Sei du mal. Okay, bei los laufen wir los und an der Ecke springen wir. 3, 2, 1, go. Ja, warte. Und jetzt ausrichten und 3, 2, 1, go. Okay, egal, direkt drauf. Nee, warte, wir gehen nicht. 3, 2, 1, go. Stark. Dankeschön. Oh, Hammer. Sehr gut. Yes! Oh, mach du das. Warte. Muss ich an A drücken, ne? Oder was muss ich drücken? Ich hab keine Ahnung. Brücke, wir laden Gott einfach neu an der Stelle. Ah, oh, es geht. Was? An dem Spin. Woo. Yeah. Und jetzt kommt das wieder. Also das muss ich sagen, das bricht mich am meisten. So, Ruhe bitte. 1, 2, warte mal, ne. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das war sehr, sehr gut. So, ja, wir machen Progress. Also, keine Ahnung, wie wir die Laser überlebt haben. Du kannst eine Zähltaktik machen, ich mach nachgefühlt. Es geht. Aber du rennst nicht ab. Einfach, wenn du dann... Ich bin aus dem Unterbewusstsein. Jeder für sich ist irgendwie 6. Warte, aber diesmal zieh ich nicht. Oh, die reden so viel. Das ist erstaunlich schwierig. Ich bulle. Ich bulle wieder meine Taste. Okay. Wir können ja mal Folgendes machen. Jedes Wort... Ich glaub, du musst loslassen. Ach, wir sind schon da. Jedes Wort zählt einen Meter ab oder so, dass man halt, wie viele Worte braucht man in der Koordination, willst du fahren? Nee, ich vertraue dir mehr. Wir flamen ja auch nur, wir kollidieren ja nichts. Ja, genau. Ich bin gegen Pfosten. Brumm. So, warte, gelingen. Wie fährst du so ein Echtauto? Richtig gut. Ja? Ja. Oh, das ist voll. Das ist actually vertrauensbildend. Nee, ich bin ein richtig guter Autofahrer. Ich fahre aber jetzt super weiter. Langsam. Taste mich hier ran und dann. Warte. Ja. Warte mal, müssen wir gleichzeitig springen? Nö, Brügge, ne? Ich wollte einfach da rückwärts durch. Brügge, du musst aber wieder was Positives sagen. Also, wir haben einfach so einen geilen Drive, Maxim, zusammen. Es ist so geil, wir sind so weit vorne. Verkacken richtig hart. Oder, nee, wir verkacken gar nicht. Wir hier hallo. So wie bei Austin sind Powers super. Ja immer so. Alle anderen sind egal. Ja, wir nehmen. Ich hab so. Oh, warte, stopp, Rögi! So. Es hat geklappt. Ah, Schlagloch, ja. Mann. Das Auto lenkt sich halt auch so unfassbar scheiße. Oh, okay. Okay, und
Wie fahrt ihr bitte Auto? Sehr erfolgreich, aber sehr. Ey, wir waren locker mit 3 Reifen schon unten. Herrlich. Aber es war. Boah. Herrlich. Ja, ja. Ich glaube, ich kann nicht rüber zu gucken. Ja, mein Auto steht nie gerade. Oh, ey, das hat einfach erster Versuch geklappt. Mega gut. Aber hab mich mindblown, bin ich ehrlich. Oh. Oh, herrlich. Geil. 3, 2, 1, drehen. 3, 2, 1, drehen. 3, 2, gleich hüpfen, 1, jetzt hüpfen. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, so, hier, wir müssen immer diese hohe Ecke. 3, 2, 1, go. Und rüber. Ja, ja. Oh, ja, okay. Ja. Wir sind hier selber in einem Labyrinth geboren worden. So. Also, die Idee wäre einfach, sich da hoch zu ziehen. Ach, die Laser sind neu. Jetzt weiß ich, was die meinten vor einer halben Stunde. Lauf. Ja. Vorsicht, Laser, lauf entgegen andere Richtung, hab ich Stacheln gesehen. Ja, ist sehr klug, du hast völlig recht. Nochmal Stacheln, also wieder hier rechts lang. Ja. Zurück. So. Pass auf, komm Stacheln, wir müssen dem Ding entgegengehen. Der jetzt kommt die Stelle der Wahrheit. Okay. Nicht gucken, einfach gar nichts anfassen. Ah, scheiße. Alles gut. Also lange fast. Alles gut. Stark. Können wir auch von hier oben springen. Stopp. Oh, ja. Und rüber. Klappt das? Ja. Okay. Ja. Das klappt auch. Stark. Gut, let's go, Mann. Okay. So, jetzt pass auf. Drei, zwei, wir gehen erstmal auf den vorderen Bibbus. Yes, genau. Wir springen erstmal rüber jetzt. Okay. Go. Aber hier chill mal. Und hier chillen wir. Und jetzt laufen wir gleich. Kleiner Sprung, also kleiner Sprung. Wir sprechen Gelegenheiten ab und dann laufen wir zusammen rein und springen auf dieses Drehkreuz in der Mitte. Dann wird es vielleicht schlecht, aber danach laufen wir weiter, okay? Ah, okay, gut. Ja. Dann würde ich sagen, nach dem dritten machen wir, okay? Nein, dann nicht zählen. Eins, zwei und jetzt kommt die Lücke. Und go. So, jetzt wird es schlecht. Und nochmal, eins. Nach da oben, ne? Zwei, also nach dem dritten. 3, 2, 1, go. Ach, Mann, das war auch nicht gut mit Zählen. Ich hasse Zählen. Ich hasse das ist nicht mehr Zählen. Okay, also wollen wir einmal über die Idee reden. Wir gehen auf hier links, ne? Ja. Und dann gehen wir direkt auf den nächsten oder gehen wir dann auf den, der von halb rechts kommt? Ja, wir müssen. Wir haben iFrames, werden wir uns umziehen. Wir haben es. Gestern haben wir, glaube ich, immer den zweiten genommen. Rauf. Ja. Und jetzt würden wir auf den zweiten springen. Ja. Jetzt auf den dritten und dann rüber. Ja. Perfekt, okay, dann haben wir dasselbe. Dann nehmen wir den nächsten, okay? Den jetzt. Okay. Und rauf. Ja. Und warte, den jetzt hier. Rauf. Ja, und dann jetzt den und rauf. Oh, okay. Danke, das hast du sehr schön gerettet. So, okay. Jetzt müssen wir uns einfach nur beeilen, ne? Ja, einfach cleane Sprünge. Ja. So, ihr müsst langsam sein. Ihr könnt jetzt auch wieder runterfallen. So, warte, Anlauf. Wir müssen auf jeden Fall oben so einen Speicherpunkt setzen, Rögi. Load Point. Aber nur für uns. Nur für uns, ja. Stark. Sehr gut. Okay. Well done. So, jetzt 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Und drüber. So, das haben wir. Nice. Stark. Ach, wie schön. Das ist komisch. Also, nachdem wir einmal die Fässer besiegt hatten. Ja, die Fässer waren das Schlimmste. Also, wir merken uns erstmal 600 Meter, okay? Das merken wir uns. Zurück hier. Das ist doch easy. So, jetzt zählen wir nicht auf 3, okay? Einfach die nächste Gelegenheit, die sich uns gibt, okay? Das, was jetzt. 1, 2, und jetzt gehen wir rüber. 3. Warte, mir ist schlecht. So, und jetzt bei der nächsten Gelegenheit fangen wir an, auf dem Kreuz zu laufen und springen dann ab. Korrekt? Wirklich? Ja, natürlich. Okay, aber jetzt haben wir noch nichts. Okay. Da kommt das Dingsrätsel gleich, ne? Okay, das war ganz schlimm. Ich hoffe, wir werden das nie wieder machen. Ja, wir fallen jetzt nicht mehr runter. So, jetzt kommt das komische Rad. So. Aber war es easy oder war es easy? Hammer. Also ich fand's schrecklich. Alles, jeder Meter war hart. Aber nicht so geil hart, sondern einfach nur hart. Okay. Also,
Wir haben das erstmal die 500-Meter-Marke und es fühlt sich nach einem Erfolg an. Absolut, die magische 500-Meter-Marke ist. So, wir gehen her. Ey, Lüge! Jetzt erreicht. Hammer. Ja, nicht zu weit. Lüge! Zurück! Du fetter Wichser! Wieso? Wir müssen, glaube ich, einfach nur alle einmal drücken, ne? Ich glaube, ja, die Gelegenheit hast du gesagt! Zeit und Reihenfolge ist, glaube ich, egal. Ja. Wollen wir auf der anderen Seite weiter? Ja. Achso, ich dachte, du meinst da. Ja. So, dann zack. Okay, wir sind jetzt darüber. 900 Meter, wir haben's. Und noch einen direkt nach oben. Ja. Und jetzt da hinten und dann hier zweimal zwei rüber. Ja, genau. So, das ist ja. Müsste es eigentlich sein, oder? Ja. Los? Sehr schön. Los? Okay, warte. Achtung, hier sind Stacheln. Ja, da lassen wir uns jetzt lieber wieder ein bisschen Zeit. Ja. Ja, und das wäre echt ärgerlich. Nicht zu weit zurück und dann mit Anlauf, glaube ich, rüber, mit Sprint, weißt du? Ja, gut. Wir warten auch noch eine Runde. Wir okay, haben aber das muss gleichzeitig sein. Ja. Eins, zwei. Und drei. Okay, das ging. Ja, das ging. So, okay. Und hier ist jetzt ganz rough. Ich weiß nicht, ob ich mal weiter war. Okay, wir machen ja nach Gefühl. Wir haben ja vorhin auf uns zu. Ja, ja, ich schwitze überall. Brügge, ich lege jetzt kurz die Tastatur weg. Ja, aber die Frage ist, ob wir da laufen müssen. Warte. Müssen wir da laufen? Also, nehmen, Luft holen. Wir sind bei 900 Metern. Das ist schon mal cool. Einfach irgendwann, willst du einfach sagen? Ja. Oder machen wir? Ja, ich würde einfach sagen, ich mache als erstes und du danach, okay? Achso, meinst du die? Also mein Gefühl sagt mir, die sind in der Mitte. Und die wabern doppelt. Siehst du das? Die wabern doppelt. Jetzt kommt das zum Beispiel nicht bis zu uns. Das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Okay. Machen wir genau das gleiche hier nochmal. Ich würde sagen, wenn der lange Entgegenkommender kommt. Ach nee, warte mal, jetzt geht's. Okay. Okay. Ich würde einfach auch nach Gefühl auf drei los. Jetzt kommt diese Nummer. Machen wir hier mit Tempo einfach jede Gelegenheit, ne? Ja, eine Runde dafür. Ich drücke jetzt schon mal die Sprint-Taste durchgedrückt, richtig? Nee, Sprint ist, glaube ich, zu weit. Alter, was war das? Kein Sprint! Ich glaube, es ist zu weit. Was war Autobahn? Da will auch. Okay. Ich wurde getroffen. Okay. Ich glaube, es war einfach mal. Eins, zwei. Von diesem Laser. Und wenn man den Laser aktiviert, dann kommen links so Stacheln raus. Das war mir aber nicht ganz bewusst. Oh, meine Gefühle haben mich kurz aufgehalten. Deine so Gefühle nicht gecheckt, sind nicht in Check gehalten. Andere Seite. Von links. Okay. Was schaffen wir jetzt? Aber es war gut. Ich kacke gesprungen. War mal schon sehr gut. Wir können noch ein bisschen Zeit sparen, glaube ich. Da, ich sehe da so eine Ecke. Kommst du? Schaffst du es? Ja, lass uns rechts probieren. Warte, also, ich komm lieber runter. Perfekt. Ja, okay. Das ist ja recht. Na gut. Brücki, ich sehe da vorne! So bin ich vor einem Metmobil. Das ist nicht absolut gut. Also, okay. Na gut, wir haben aber trotzdem irgendwas 600. Vorsicht, da ist direkt der. Komm mal runter. Ja, ich versuche. Und technisch gesehen haben wir jetzt die Stelle auch. Sehr gut, ich reagiert. Ganz hin. Und. Auf. Ja, jetzt nach links. Jetzt links. Ja. Wir wollen wirklich weit Brügge. Aber jetzt ist es eigentlich. Es ist sehr gut. Aber zeitlich schaffen sie das gar nicht. Es war ein Jump am Ende, der gefehlt hat. Und dann hätten wir es geschafft sogar. Ja. Es war schon gut. Unsere Gefühle sind allein. So, aber jetzt können wir quasi durchrennen. Boah, ja. da bin ich. Nein, das war komplett. Autobahn? Wir holen sie jetzt noch für die D-Bewegung ein. Alter, das habe ich komplett im Alleingang verkackt. Das passiert. Oh! Ah, gut. Kommen wir wieder hin. Das ist kein Problem. Oh, es ist ärgerlich. Ah, davor war mein Fehler mit dem Laser. Man wechselt sich. Ja, nee, aber der war schlimmerer. Der war jetzt schlimmerer. Nee, ihr müsst euch mehr beleidigen, ihr beiden. Das ist mir zu wenig. Okay, schaffen wir. Sehr gut. Maxim ist ein Arschloch. Johnny, nein, nicht so! Na gut. Oh, was ist denn da schon wieder passiert? Johnny, bei dir ist nicht kein Priest. Entschuldigung. Ja, wir haben unsere Fässer wieder. Oh nee, gar keinen Bock. Ich weiß auch, warum die Cam gefreest ist. Ja. Das ist kein Zufall. Ja, das ist der Grafiktreiber. Okay, 3, 2, 1, go. Go. Oh, ja. Ausrichten. 3, 2, 1, go. Nein. Okay. Doch, alles gut. 1, 2, 1, go. Aber wie krass, dass wir beide zu kurz gesprungen sind. Ja. Also ich muss sagen, Alter. Hier war die Leiter. Das wird hier immer synchroner. Oh Mann. Ja, wir waren wirklich deutlich über 500 Meter. Das war gut. Ja. So. Also wenn du rennst, ich folg dir einfach, okay? Ja, okay. Mhm, warte, beim nächsten. Ja. So, jetzt hinterher, einmal springen, nochmal springen und weg. Ach krass, ja, gute Taktik. Lass uns bei drei rennen. 3, 2, 1, go. Ich wünsche mir, dass wir immer sagen, bei drei rennen und immer runterzählen. Ja, ich weiß, habe ich mir auch gedacht. 3, 2, 1, go. Aber auch einfach schon direkt immer. Drauf. Direkt weit. Ja.
Auf 3, 3, 2, 1. Je mehr man drüber nachdenkt, desto schlimmer ist es eigentlich. Das war jedes Mal. Das war bei mir auch gut. Stark. Sehr gut. Kann uns keiner mehr nehmen. Ich kann nicht. Meter. Ich glaube auch, wir kommen da nochmal hin, oder? Das sind ja 260 Stunden. Natürlich also, können wir da nochmal hin. Ich war noch nicht ganz drauf! Ab dem Moment, wo wir die Fester gemacht haben, ist echt einfach alles over gewesen. Ja, das war sehr stressig, doch. Ja. Nee, warte mal, stopp, wir hören jetzt auf. Also jetzt fangen wir wieder an. So. Wir sind gar nicht so weit. Boah, ich habe diesen Vulkan mir noch nie so genau angeguckt. Ja? Sind wir eigentlich schon da? Nee, ich hoffe nicht. Der ist mächtig, der Vulkan, ja. Ja. Ah, jetzt kannst du. So, jetzt fährst du. Echt? Wieso? Na gut. Traust du es nicht zu? Ich traue dir das zu. Ich glaub, das ist so eine Verantwortungssache, weißt du? Ja, hab ich gemerkt. Wie war das nochmal? Ah, ja. Drive responsible. Ah. Ja, das, das haben wir. Du hast auch erst einmal gemacht, oder? Ja, und das war das Jesus nimmt das Steuer. Das schaffen wir. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich erinnere mich komplett dran, ja. Das war nur so ich habe die Augen zugehabt bei dem Moment. Ich habe mir den Clip immer noch nicht angeguckt. Das Gefühl, dass Johnny auch die Augen zu hatte. Ja, das ist ja... Ja, wenn man hier Vollspeed durchhält, das kann auch... Weil du hast dann Geschwindigkeit, weil hier muss man jedes Mal anfahren. Da kriegst du nämlich, das ist genau das Ding. Man hat nicht die Geschwindigkeit. Ja, deswegen ist es schon eigentlich vielleicht smarter, direkt ein bisschen Tempo zu haben. So gut. Ja, wir sind wirklich gut. Wir reden nie wieder über gute Dinge. Meinst du, ich soll hier einfach... Wir sind average. Ja, glaube ich, mit ein bisschen Vorlauf, dann kommt man besser durch. Nein. Ist nicht schlimm, ist überhaupt nicht schlimm. Wir steuern da die Dinger an, da die Dinger ansteuern. Ja, die roten. Die roten, ja, die roten. Ey! Okay. Oh, fuck. Die roten Teil 2. Ja, ja, okay, ja, das ist jetzt sehr schwer. Aber nicht groß. Okay, ich bin auf etwas drauf. Du musst kommen. Für andere Teams in der Competition, die würden hier bestimmt scheißen. Nein. Nee, die würden hier... Okay, das ist so ein Moment, wo man mal tief durchatmen muss, ja, ne? Aber das passiert. Das ist halt schwieriger, als es aussieht. Die Leute, die das noch nie gespielt haben, die denken, oh, ich muss ja nur ein Auto fahren. Das Auto steuert sich komplett scheiße. Und ja, es ist einfach so. Und wenn man dann hinten am Heck einen mitkriegt von der Windmühle... Ich hab nicht mal das Brett berührt, glaube ich. Eigentlich einmal. Aber die sind halt einfach überhaupt nicht weit. Wir waren weiter als die gerade. Die sind jetzt bei dem Helikopter. Ja, ja, ja. Die sind komplett nach unten gefallen. Oh, wir haben euch wieder eingeholt. So müsst ihr das formulieren. Ja, also wir haben euch eher eingeholt, ne? Weil jetzt sind wir ja unten. Ich bin gespannt, wie ihr reagiert, wenn ihr in Laserland seid. Maxim fährt das mal und macht das ganz locker. So, jetzt haben wir natürlich das Dark Souls. Das Autofahren nämlich sehr easy ist. Richtig, das ist es. Das Autofahren ist sehr leicht. Aber das macht man trotzdem. Sehr leicht. Ja, wir haben sie gleich. Kannst du dich bei dir mal leiser machen, also im OBS? Das ist anscheinend schon am Übersteuern bei dir. Wer? Stream. Ja, Maxim, übersteuern kannst du beim Autofahren direkt weitermachen. Nee, pass auf, also ich mache jetzt das Mic weiter weg. Oder so. Und dann ist das nicht so schlimm. Okay. Ich glaube, die Lösung ist, dass Maxim ein bisschen weniger redet. Ja, ich glaube auch. Dann untersteuere ich ja. So, use. Use me. Und? Souverän. Alter, der kann ja wirklich driften. Bist du schon mal gefahren? Ja, ne? Ja, ja. Ich bin perfekt gefahren das letzte Mal. Ich hatte nämlich die beste Strategie hier. Geht nochmal rückwärts, so, ne? Okay. Drei. Oh, warte. Ich erlebe mich die 3 zu 1, da kriege ich. Go. Oh mein Gott. Aua! So. Leute, die sind wirklich nicht gut. So alt, wie das Auto aussieht, so gut. Fertig, da. Okay. Das Auto ist dazu da, um quasi schlechte Spieler in Sicherheit zu bringen. 2, 1, go. Man denkt jetzt und direkt auf die Passage, ja. Aber ist nicht. Boah, schaffen wir. Oh, stark. Oh, und drauf. So. Sehr schön. Aber ohne Speed kommen wir dann. Aber ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schwierig. Ah, also man verliert echt was gar nichts, ne? Ja. Nur die Leiterzeit ist ein bisschen hoch. Hey, wir leben noch, das ist sehr gut. Okay. Geh du mal wieder vor, du. Der Witz, hier laufe ich dir einfach immer nur stupide hinterher. Warte mal, ihr seid wieder runtergefallen? Was? Nein. Ihr seid schon wieder bei den Knochen. Ja, wir sind vor, als wir vor 10 Minuten geredet haben, sind wir runtergefallen, ja. Ich dachte, darum ging auch unser Gespräch, aber scheinbar bist du einfach immer beleidigend. Ich bin die ganze Zeit beleidigend, ja. Das ist quasi, das ist wie eine Markov übersetzt aus dem Russischen. Oh, beleidigt.
Ich hoffe übrigens die ganze Zeit, dass ich einen sinnvollen Weg gehe, ne? Weil wir sind jetzt jedes Mal denselben gegangen. Ja, aber das, ich glaube schon, weil die anderen gehen auch an diesem. Oh, warte mal! An dieser Skelettwand lang. Haben wir. Warte, ich hab nicht. Alles gut. Danke. Einfach mal pullen. Einfach mal gepullt. Okay. Ja, ich dachte, wenn du jetzt fällst, dann habe ich wenigstens versucht. Wir können auch sofort hoch. Wir können sofort. Achso, 3, 2, 1, go. Wenn wir die nicht sehen, können die uns ja schlecht treffen. Eben. Ja. Das ist sehr riskant, Maxim. Ja, den. Aber. Ich schaff's gleich. Brügge. Jetzt haben wir. Also, wir ja, müssen lass sie langlaufen. Ja, und dann darf man mit der Zone. Ah, da sei die erst. Hey, keine Wortwahl, die nicht gut. Das ist ja nicht mal schwer. Ich bin jetzt kurz schwindelig. Ich glaube, die haben ihren Peak auch schon längst gehabt. Bei uns ist noch Leistungspotenzial vorhanden. Das stimmt nicht! Nur Lügen werden hier verbreitet. Oh, so gut waren wir noch nie. Nee, das war richtig doppelter Leiter. Keine die Leiter getroffen, ist ein neuer Rekord. Warte. Oh. Vorsicht. Ja, ich glaube, das ist eher deine Kamera. Ja. Das ist, wenn du nämlich von unten so ein bisschen guckst, dann verzerrt die Perspektive. Ja. Und dann hat man Angst. Ja. So, jetzt kommt das hört man in deiner Stimme aber nicht. Also. Nee, gar nicht. Nee. Lässt du dir nicht anmerken. Warte, ich habe so, jetzt kommt gleich einmal unser Endgegner. Ja. So, das macht danach ist wieder free bis 500. Aber den haben wir jetzt. Nächste Chance nehmen wir. Ja, ich glaube auch. Genau. Also eben, das war schon ein Turbo-Synchron. Und den nehmen wir. Und den nehmen wir. Ich bin müde, Aber wir schaffen es, wir können es schaffen. Sehr gut. Go. Und das ist unser, es ist für uns gemacht. Go. Dieses Ding. Geschwindigkeit. Und go. Geschwindigkeit. Go. Oh, wir haben sie gleich. Sie zittern schon. Direkt? Ja. Du warst ja auch also so eine CSGO-Bunnyhop-Legende. Ja. So. Okay, es hat nur kurz geblinkt. So, jetzt. Okay. Da sind unsere Freunde. Wir haben eine gute einmal Taktik. Ausrichten. Ja, einmal ausrichten. So, da sind wir wieder an unserem Homeplay. 3, 2, 1, Den Fahrstuhl kennen wir. Bei unserem Start. Warte, ausrichten. 3, 2, 1, go. So, was machen wir? Stark. Okay. Und 3, 2, 1, go. Stark, guck mal von wegen, ey. Wenn man das einmal, das ist wie, wirklich wie so ein Boss bei Dark Souls, wenn du den einmal alle Movesets und so, dann machst du ihn so im Vorbeigehen. Ja, jetzt kommt wieder das Moveset, wo ich nicht weiß, wie es passiert, aber es klappt immer, also ich laufe dir einfach wieder hinterher. Okay, pass auf. Wir nehmen den nächsten, dann laufen wir hinterher. Ja. Und jetzt. Und einmal springen. So krass. Wie bei und nochmal springen und laufen. Stark, ja. Richtig flickern. Und jetzt wieder auf Null quasi. 3, 2, 1, go. So, warte, die Brücke, ich stelle dich mal ein bisschen. 3, 2, 1, go. Und direkt durch? Direkt drauf. Nach links, ja. Sehr gut. Geil! Ey! Was ist denn das? Der haut ohne uns ab! Was ist denn das? Weil wir jetzt den Propeller von Kacke geerbt haben. Weil wir hast du das überlebt. Hä? Wieso will er? Mach du mal. Hallo? Wie geht das denn? Was muss ich drücken? Okay, was mache ich? Eigentlich nur die Sprungtaste und dann gedrückt halten, die Sprungtaste. Ja, aber mir so, genau. Hä? Ganz komisch. Okay. War das bei euch auch? Nee, der Propeller ist nicht weggeflogen. Schaff mal. Aber ich hab auch, muss ehrlich sagen, ich hab den Propeller noch nie gehalten. Meine Arme sind so am Flattern. Der Muskelkrampf ist real. Nicht loslassen. So, warte, bis 3. 1, 2, 3. Hey, Brandy jetzt! Was? Keine Zahlen. Keine Zahlen, also. Andere Zahlen benutzen. Könnt ihr nicht 1, ABC 2, nutzen und wir nutzen 3. Zahlen? Oh, das wäre cool. So, jetzt bist du aber wieder dran. Ja, okay, na gut. Die Frage ist, was sagst du denn hier? Wenn du sagst, auf C? Auf C, das genau. Ist ja egal, auf was. A, wir verstehen uns offensichtlich egal. Ich meine, das ist sogar also, actually besser, weil da hat man nicht die Tendenz, rückwärts zu zählen. Ja. Hä? CBA fühlt sich voll natürlich an. Ja, voll. So. Konzentration. Ja. Sind wir durch? Schon Tempo ist schon besser, wenn man das richtig checken kann. Oh, Lella.
Ja, es ist halt super schwer, finde ich, das Tempo des Autos einzuschätzen und das Tempo von dem. Das war ja wieder. Aber du hast aber auch magische Hände. Wir sind aber also, stark. Ja. Das sieht immer sehr brutal aus. Ja, man muss den Einschlag kompensieren können. Und das ist eine Sache, die ich im Leben gelernt habe: Einschläge zu kompensieren. Stark. Ich habe nicht gelernt, gut zu sein, ich habe nur damit gelernt, mit Fehlern leben zu können. Und das ist schon etwas, was einem hilft. Ja, okay, okay. Geronimo! Nee, okay. Geronimo! Leroy! Ja, also muss ich sagen, das ist 100% Erfolgsquote. Ja, das ist, man muss wirklich immer, wo das Leben den Haken setzt, da muss man sich auf den Schlag vorbereiten und nicht so tun, als wenn er nicht kommt. Ja, okay. Mann, das ist aber jetzt auch Mobbing, oder? Das ist Mobbing, dass der gerade auch abgehauen ist, ja. Hey, guck mal, da hinten sind sie. Ach, damit. Wo, wie, was? Wo sind die? Ach, da. Das ist ja voll schlecht. Wortwahl! Ich glaube, der rutscht gerade vom Baum, oder? Ja. Also, ich bin ja ungefähr schon 100 Mal runtergerutscht. Also, von hier unten sieht es aus, als würdest du fallen, Maxim. Guck mal runter, ihr könnt uns sehen. Wirklich? Warte, ja. Das Ding, komm. Nein, lauf weiter, go. Das jetzt nicht ablenken von den Lelex. 2 und go, 3, 2. Jetzt kommt meine große Stärke. Go. 3, 2, 1, go. Es gibt keine Höhe, wo man fallen kann. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Ne? Und rüber. Nochmal? Nee, die Ingame sind ja auch geil. Also, das jetzt ja, das ist der Übelbanger, ja. Aber wir haben Geduld, wir warten. Ich hab gedacht, dass es sofort so einen Competitive Mode auch gibt. Weil es irgendwie so gefühlt Sinn macht. Ich glaube, nur weil wir alles, was also wir tun, sofort competitive für denken. Uns jetzt hier in dem Kontext nicht, aber sonst würde competitive sehr Sinn machen, ja. Hier? Ja, warte, wir müssen zurück. Nee, warte, stopp, Brücke, ich habe mich gefallen. Stark. Gut gesehen. Warte, wir machen einfach nur. Hier kommt er gleich raus. Ja, Tempo lohnt sich gar nicht. Wenn ich mich noch festhalten muss und du rennst dann weiter. Ja, das ist mein Fehler, Max. Ja. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier links lang und warten, bis der wieder rauskommt. Warum? Das habe ich gesagt. Warum? Warum bist du so? Ich habe richtige Klebehände gerade. Jetzt kommt hier rechts und jetzt hast du kurz Zweifel. Und rechts lang. Sehr gut. Ja. Nein, nee, links lang. Warte, wir müssen warten, ja. Okay. Okay, das ist jetzt der schwerste Part. Ich springe jetzt da drauf. Sehr schön. Und du gibst die Kommando. Ich mache jetzt nicht in der bist du rauf, lustig. Sonst sondern bei der nächsten Gelegenheit gehen wir rüber, ja? Die nächste Gelegenheit ist... Sehr gut. Jetzt der Baum. Und okay, ich hab's. So, und jetzt, und gleiches Prinzip wie gerade, wir laufen erstmal auf dem Stamm, leicht nach rechts und dann nach vorn. Springen wir weg, ja? Und, okay. Und nächste Chance, und jetzt. Go. Okay. Und go. Okay, dann wir haben beide verschiedene Ziele, aber wir haben sie erreicht. Diese leichten Passagen sind so ein richtiges Luftholen. Ja, ist richtig angenehm. Ja. Aber das sagt man immer, man stirbt dann. Ne? Ja. Also wir müssen noch einmal da hochspringen. 3, 2, 1, go. Sehr schön. Oh, was war das? Ja. Du hängst am Dings. Ich bin auf dem Baum. Ich komm nicht. Okay, das hat mich komplett weggefetzt. Warte, wir nehmen den nächsten. Rögi, wir springen jetzt direkt einmal. Oh, drauf. Warte mal. Achso, direkt erstmal. Und warte, und drauf. Warte, und... Hast du da? Jetzt sehen, das müssen wir nehmen. Oh, das ist so geil adaptiert, Mann. Unterscheidet uns von diesen Animals. Maschine. Ja, das stimmt. Okay, mein Gefühl sagt mir, wenn der Laser nochmal weggeht. Pass auf, der geht jetzt weg, dann rennen wir. Ja. Nein. Denkst du? Okay, das so Mensch, schaffen wir noch. Schaffen boah, unsere Gefühle sind viel stärker, klüger und schöner als wir. Ist das so? Ich musste leider jetzt lachen. Aber so, okay. Das sah sehr cool aus. Und let's go. Das ist übrigens sehr keck gewesen. Okay. Das hier. Nice. Good job. Okay. Rübersprinten kann man auch so, ne? Also rübersprinten und dann go, ja? Warte mal, du willst jetzt. Du willst jetzt mal. Ja, rüberspringen und go. 1, 2, 3. 4. Und dann warten wir jetzt. Wir warten. Okay. Und jetzt nochmal unsere Gefühle channeln. Ja? Okay, wir channeln alle unsere Gefühle. Alle Gefühle jetzt nochmal. Ja, warte, ich muss mein Bein runter machen. So, okay. Okay, und wir laufen dem Ding hinterher, denke ich. Sehr gut. Warte, stopp! Ich hab was gedrückt. Guck mal, was die machen. Dann können wir Ja, ja. Gefühle. Nee, du musst weggucken jetzt. Kommen? Spoiler! Warte, wir gucken. Gefühl. Aber wir müssen nur gerade auslaufen, dann schaffen wir es. Achso, okay. Und aufs Gefühl. Ich sehe es ja. Wir gehen nach Gefühl. Wir haben Gefühle. Gefühle füreinander. Oh,
Da habt ihr jetzt so einen Firlefanz draus gemacht. Warte mal, wie tauche ich das? Firlefanz, Nils, komm, lass mal doch hin. Wir sollen hier in den Boden schauen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich auch nicht. Ist das elektrisch? Ich fahre einen Zug. Oh. Tür geht auf. Das ist nicht. Ich war noch nie so weit. Mensch, da siehst du mal, was ist das? Das hat er das letzte Mal auch 60 Mal gesagt. Ja, stimmt. Warte mal, was ist das da? Da war ich noch nie. Übrigens, da kommt jetzt folgendes Hindernis. Ich glaube auch. Ja, okay, ja, dann gehen wir aber hier lang. Das Gute ist aber, wir wissen jetzt dadurch... Ich dachte, wir lassen uns trotzdem fallen. Okay. Wir springen einfach rüber, oder? Ja, und los. Sehr gut. Gehen rechts. Da ist jetzt ein Zug in der Hölle. Wie ist denn das eigentlich? Also ist die Hölle auch an die Zeit gebunden? Oder ist das so, dass in der Hölle auf einmal Technologie auftaucht, nachdem sie in der echten Welt erfunden wurde? Und die der Leute Grund für die Hölle ist die Technologie. Einmal neu starten hier. Weil die Leute in der Hölle wissen das ja nicht. Stell dir mal vor, ihr kommt so aus dem 12. Jahrhundert und dann kommt auf einmal, steht da jetzt ein Zug. So, weil aber da würde das Höllenthema übelst gut passen. Weil du hast dann ja Angst, du weißt nicht, was es ist, weißt du? Ja, das schon, aber das ist halt schon weird, oder? Dann ploppen da und dann fragen die sich, was ist das? Flugzeuge, die Bahn. Das ist dann für die Leute dann umgekehrt so. Wenn dann die Leute aus dem Jahr 2100, die werden dann ins Mittelalter geschickt, weißt du? Mhm. Ah, es geht. Und dann plötzlich, ah, oh, kein Hindernis. Okay, sorry. Ja, alles gut. Ja, das ist einfach der. Halt, Max! Ruhigi, deine Gefühle! Ich war doch offensichtlich nicht bereit. Entschuldigung. Okay. So. Warte, wir gehen hier nach links. Sehr schön. Synchron. Synchron klettern könnte auch eine Disziplin sein. Wollen wir durch? Warte, komm. Wir haben... Nicht für 5 Sekunden alles. Wollen wir da aufs Kreuz probieren? Ja, ne? Ja. Ist nach unten klettert der, aber echt weird. Scheiße, wir müssen wieder ins Gefühl landen. Ja, wir müssen wieder ins Gefühl landen. Das Gefühl landet. Das Gefühl landet. Wird hier bei der Taktik bleiben. Alter, ja, drück ihn. Alles gut. Hast du Freitag den Stream von Donny geschaut? Nein. Ich auch nicht. Aber ich habe ins VOD reingeguckt. Er hat quasi Session 5 Radan. Und du musst unbedingt den letzten Clip angucken. Stark. Ich schwöre, du urinierst dir ein vor Lachen. Okay. So, hier habe ich das jetzt mal getroffen. Dann wirst du heulen. War das so? Ach so. Ja, stimmt, ja, da war irgendwas. Stimmt, wir dürfen erst rauf. Und hier mit Spring. Jumpy Jump. Genau, so, sehr gut. Und achso, die Gelegenheit an WV. Warte, ich konnte dich nicht ziehen. Okay, da der Turm. Ja, das ist gut. Alles gut. Okay, ja, jede Gelegenheit, ne? Ja. Und dann. Stimmt, ich hatte nämlich die Gelegenheit verpasst und dann. Wir müssen warten, bis er kommt. Ich häng hier schon im Laser. Vorsicht hier. Ja. So, überspringen wir den Laser. Ich finde zu Donny O. Ja, ich bin leider stuck. Kannst du mich ziehen von da? Ne, warte, wir machen einfach nochmal. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob man über den Laser überhaupt drüber kommt, wenn man springt. So, hoch und los. Es sieht sehr hoch aus. So, jetzt direkt links, links. Ja, ja. Hopp, 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 und rauf. Mann, warum schaffe ich das denn nie im ersten Versuch? Ich bin noch da, ich bin auf einer Kerze. Wir halten nichts fest. So, ich konzentriere mich da mal wieder. Ich dachte, das ist geil, es war keine Absicht. Aber es fallen mir die Sprünge nicht geschafft. Da sind übelste Knoten drin. Das Ding war einfach so rum. Stark. Hast du dich? Das ja noch. Ich hab mich. Okay. So. Okay, wir gehen erstmal rüber. Meinst du, auf schwierig bewegt sich der Laser noch? Und auf der jetzt kommende Gelegenheit, gehen wir rein. Okay. Oh shit, ich hab's zu spät reagiert, aber ich hab mich gut mit den Gefühlen ausgeglichen. Und auf der nächsten Gelegenheit, hier wieder waren. Ja. Ja. Ich hab den Sprung nicht gemacht, aber irgendwie hast du mich hochgebaut. Geil. Ja. Oh, ich bin sehr froh, dass du nicht nach hinten geguckt hast. Da lief gerade alles schief. Fuck. Okay, 3, 2, 1, go. Stark. Und go. Und Gefühl. Und go. Ey, dürft ihr unsere Gefühlstakte nicht abgucken, ne? Die hatten schon Gefühle, da wart ihr noch flüssig. Ah. Das kann nicht sein, weil ich bin uralt. Argument. So. Okay, wir machen eine Pause. Alter, ja, Pause und dann aber Gefühle. Genau, jetzt können wir eigentlich so Gefühle sogar eingehen. Okay. Schön. Weil wir wissen alles. 3, 2, 1, go. Stark. Was
gesehen, wie ich gewartet habe? Hast du gesehen, wie du auf mich gewartet hast? Den nächsten? Trampolin, wir machen gleich weiter. Oh, keine Gnade. Pause. Oh. Keine Pause. Spring. Direkt weiter. Warten und spring. Direkt und drüber. Direkt. So, warte mal. Nächste Gelegenheit. Jetzt. Wir packen sie beim Stopp und gleich weiter. Ich mache einfach weiter. Ich halte mich fest. Du hältst dich fest. Ciao. Gut Job, Maxim. Oh, gut Job. Danke. Auch mal die Leitung übernehmen von den ganzen Bums hier. Und mal sagen, okay. Der Hase langläuft, Frosch die Locken hat. Sehr okay, gut. Das haben wir geschafft. Ich war nur rumstack, sorry. Super. 3, 2, 1, go. Sehr und schön. Und rüber. Also die Mühle ist so kopiert, ne? Es ist so schlimm, ihr müsst euch ein eigenes Wort finden. Ihr habt Zahlen benutzt. Ja und? Und ihr habt Zahlen erfunden, oder was? Natürlich. Ja. Und Gefühle, wir machen gleich Instant-Gefühle. Die sollen noch was lernen von uns. Guck. Wir haben euch gleich eingeholt, Freunde. Naja, wenn ich jetzt nach rechts gucke. Ja, komm. Johnny's ja, Maxim, warum hast du nach rechts geguckt? Johnny's Bart wird immer länger. Okay, können wir weiter? Und ja. Los. Schaut kurz nach rechts in die Jump schon weiter, ey. Schöne Runde tauchen. Erkennt ihr das, wenn man sich nicht traut, was zu fragen, weil der Moment, an dem man das hätte wissen müssen, schon längst vorbei ist. Aber ja. Wir können uns nicht wirklich sehen, oder? Also wir sind nicht wirklich so, dass wir euren Fall in irgendeiner Form tracken können. Oh, ich wollte die Frage noch beantworten. Oh, das ist jetzt sehr kompliziert. Weil das wäre halt, ich glaube, ich bin jetzt aber. Oh, ich hab die iPhones gesehen. Ob ihr da überlebt? Das tut mir so leid, ey. Oh, okay, das war tief. Ihr wart echt nicht schlecht, aber. Ich bin dein Spielpartner. Nils stellt Fragen, um uns abzulenken. Ich bin dein Spielpartner. Du kannst nicht. Nils, Frage warten. Meine Fresse. So, ich bin der Fußballer. Nein, let's go. Okay. Also, was wollte ich sagen? Nee, hat sich erledigt. Wir haben keine Frage. Okay. Also, Brücke, ich sag mal so, dieser Abschluss, der macht mir jetzt nicht viel Spaß. Mittlerweile. Freue ich mich drauf. Ja. Guck mal, wir sind sogar schon auf der anderen Seite. Oh, Maxim, guck mal bei uns rüber. Da kommt dein Lieblings. Das ist meine Lieblingsstelle. 1, 2, 3 und dann nach 3 geht's. Das ist basically 4. Und Brücke, lässt dir richtig den Kopf hängen. Ja, ich hätte doch ein Stück mehr. Mental gebrochen. Ja, da haben wir sie, wo wir sie haben wollen. So, okay, also so, nächste Gelegenheit. Nein, DJ. Also ja. So. Also wir nehmen jede Gelegenheit, ne? Wir nehmen jede Gelegenheit, wir nehmen, ja. Wir nehmen immer nur die nächste. Warte. Okay. Ja. Ab da und dann die Gelegenheit. Also ihr müsst. Also Brücke, wir brauchen jetzt ein neues Wort. Let's go. Und. Chance. Wir machen jetzt einen Moment. Ja, und das ist die Gelegenheit. Aber nicht in. Aber Chance finde ich gut. Den hätten wir nehmen können, aber wir nehmen den nächsten. Genau. Oder? Ja. Ja, let's okay. Jump. Ja. Believe. Alles jump klar. Of fate. Und den nächsten nehmen wir auch direkt mit. Let's go. Ja. Oh. Ja. Ja. Sehr gut. Bist und jetzt? Okay. Ja, darüber jetzt gleich, ne? Ja. Ja. Oh mein Gott. Let's go. I can't believe. Yeah, we made it. Das war ja so krass. Okay. Let's go. Okay, hier müssen wir gleichzeitig springen. 3, 2, 1, go. Stark. Warte. Okay, ausrichten. Los. Ja, wir müssen das ist wieder ein Nicht-Sprinten-Jump. Ja. 3, 2, 1, go. Stark. Okay, und jetzt okay. Hier rüber. Brücke, bist du jetzt da? Okay, okay. Nee. Ausrichten. Aber wir können weitermachen. 3, 2, 1, go. Ah, jetzt kannst du noch was knabbern. Sehr schön. New Record! So, jetzt let's hier. Go! 540! So, okay, aber jetzt muss ich aufhören. Also, ich muss jetzt alles aufhören. Die Kinder haben schon angerufen. Und go. Und go. Dann rufen wir genau bei 690 Metern an. Können wir da einfach so klettern? Ja, ne, oder? Ich teste mal. Ja, ja. Schön, wie wir beide und verstanden. Go. Und go. Und seit go. Den Fässern ist nichts mehr schwer. Und go, ne. Bisschen Schiss hin, ne? Und wenn go. Die Züge erreichen. Okay, sehr gut. Ne, wieso? Wir waren noch bei den Nippeln. Ja. So. Wird hier rechts umgehen. Aufs Kreuz, ne? Ja. Und go. Die sollen erstmal die Gefühls-Laserwelt schaffen. Okay. Und go.
Seid schlimmer schon Fragen, wenn die da sind, oder? Ja. Nee. Ihr seid ja ein Single-Core. Wir haben ja. Langsam. Du hast das Wort 2 gar nicht aussprechen können, Johnny. Das sagt alles. So, ja. 1, 2, warte mal. 1, 2, 3. Ich mach mal langsam. Ja, wir brauchen ja nicht irgendwelche Meter machen. Also streng genommen ist das Ziel des Spiels. Ja, also. Aber ich wollte sagen, wir müssen nicht. Die Zeit ist kein Faktor. Nur die Höhe. So. Ich bin gegen den Boss. Klingelt. Warte. Wir sollten auch nicht zu weit weg sein, dass ich dich nicht runterziehe, falls ich runterfalle oder umgekehrt. Ja. Chance. Irgendwie klingt Chance total scheiße vor mir. Gelegenheit ist richtig schön. Gelegenheit ist einfach richtig einfach. Okay. Aber Chance. Sehr schön. Jetzt das Labyrinth. Vertraust du mir? Ja, zu 100. So, okay. Links lang weiß ich noch. Warte. Ja, das ist korrekt. Und dann musst du so. Nee, warte mal, ich hab hier ein Gefühl. Ich bin kurz gefallen. So, und jetzt rechts hoch. Genau, da durch dieses Loch hier. Oder? Hier oben bei mir? Ja. Das, ne? Ja. Mein Gott. Mhm. Bei Jesus. Und jetzt hier rechts. Nee. Ja, hier. Und dann kommen wir hier raus. Ey, es sind schon krass manchmal. Yes, nice. Sehr gut. Let's go. Warte. Ich werde gepolt. Was ist das? Nein, da war noch ein Boden! Oh, das ist okay, Turm. Warte mal, das ist aber neu! Nee! Das hat mich reingesaugt! Ja, das habe ich auch gespürt, ja. Ich dachte, was passiert denn jetzt? Auf einmal saugt mich so ein Loch ein! Das ist ein Strudel gewesen! Ach du, ihr wart unten zu tief getaucht! Oh, ist das gemein, das wusste ich nicht! Ist aber auch kein Problem, da kommen wir easy wieder hin. Aber das ist ein kleiner Downer. Also nicht, dass ich unmotiviert bin oder irgendwas, aber das fand ich jetzt blöd, weil das wusste ich nicht. Ja, es hat sich nicht so fair angefühlt, ne? Schaffst du es noch? Sonst komme ich runter, ich komme lieber runter. Oh, boah, krass. Links. Safe. Ja. Ja, das war fies, ne? Nee, das ist uns im letzten Run irgendwie keinmal passiert. Du musst runterkommen. Ja. Okay. Okay, jetzt machen wir vielleicht aufgespießt worden. Das war irgendwo. Aber ey, haben wir das letzte Mal thematisiert? Nee? Nee, gar nicht. Das ist einfach irgendwie nicht passiert. Aber ich hab das Loch auch das letzte Mal gesehen und dachte mir, das wird einen schon nicht reinziehen. Und bin da auch echt nah dran, aber halt mit den Ketten, mit den vier, war das halt echt egal. Boah, ey. Oh, wir müssen Gefühle. Alles 3, 2, 1, Gefühl. Emotionen mit Gefühl. Ja. Ganz Gefühl. Ein gutes Gefühl. Ein ganz anderes Sieg. Gefühl. Ich hab den Tit. Nein. Autobahn. Alles okay, gut. Da hinten steht das Auto noch, wir können auch ohne. Ohne Auto ist alles leichter. Ich glaube wirklich, dass das einfach ist. Oh, Mann, es dauert ein bisschen länger, aber lass dir ruhig laufen. Ja. Ich bin ein gefühllos Schicksal. Emotion. Warte, und durchlaufen? Nee, warte, Chance. Die nächste Chance. Okay, die nächste Chance. Chance. Johnny. Nächste Chance. Ihr habt unsere Worte geklaut. Nicht andersrum. Ja, aber warum seid ihr denn so Menschen, die, wenn andere die Wörter benutzen? Also. Willst du mich nicht? Ja, warte. Das Ding ist halt, es ist wirklich sehr, sehr rutschig. Es muss an eine Stelle kommen, wo ich wieder. Und jetzt durch. Ja. Es ist einfacher. Einfacher ohne Auto. Ja. Oh, dieses Loch. Okay, what war? Das Loch war echt fies, ne? Ich frag mich, was danach. Ach, danach ist Laser Show, ne? Mhm. Naja. Wir waren, glaube ich, echt gut. Ja. Auf jeden Fall neuer Rekord. Twitch Chat, was war's als Zahl? Emotion. Und war der nächsten Drehung, ne? Ja. Jetzt. Und jetzt. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Niemand kann unsere Gefühle bremsen. 1, go. Dann machen wir doch 3, 2, 1, go. Ich kann das Wort Emotion nicht. 3, 2, 1, go. Johnny hat recht mit dem Single-Kurve oder so. Und rüber. Und Jump. Stark. Wie schnell wir wieder hier sind, ne? Ja. Ich bin dann. Ruhe jetzt! Okay, also wir rennen und machen hier rüber. Auf 3. 1, 2, 3. Das war nicht 3. Das war nicht 3. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe.
Ruhig, da oben ist es so wackelig. Du weißt nicht, wie es ist, den perfekten Sprung zu machen und niemand zieht dich runter. Du hast nicht bis drei gewartet. Du hast gesagt, eins, zwei, drei schnell in Luft, hast drei so hinterher geschrieben. Und das liegt an Discord. Ich komme eine runter, warte. Ja, ja, so ist also gut. In meinem Spiel war es sehr gut gemacht. Wir warten hier rechts. Ja. Aber wir sind direkt wieder bei Jesus, also ist alles gut. Jesus. Alter, ich hab mich da hoch. Findest du einen Ast? Links, links, links. Unfassbar nervig, ne? Also der bringt mich so an. Der bricht mich auch. Der ist also wie, der ist basically wie das Auto, bloß ohne den Spaßfaktor von dem. Ja, ist das so. Und go. Ja, der Spaßfaktor vom Auto. Ich hab's immer noch nicht einmal geschafft in meinem Leben. 3, 2, 1, go. 3, 2 und Gefühl. Ab jetzt machen wir nach Chance, ne? Chance und Gefühl. Warum? Okay. Das sind unsere beiden Schlagworte. Warum bin ich da runter? Du bist wirklich, du bist da runter. Also es ist ja wirklich unfassbar, es fuckt mich ab. Der Baum. Aber die Musik bringt uns zurück. Könnt ihr eigentlich noch Wurzelrechnung oder ist das was, was man einfach vergisst in der Schule irgendwann? Wurzelrechnung kann man nur, man kann nur die 9. Vielleicht haben wir noch bei Glück bei... Was ist denn die 16? Kannst du die auch? Bei der 81? 3, 2, 1, go. Stark. Aber niemand weiß wirklich, wie man die Wurzel rückwärts macht. Und den nächsten direkt und go. Ja. Und wir warten, den nehmen wir. Ja. Und direkt rüber. Wir und fallen rüber. Und sind immer noch stark vor den Mädels. Das ist ja so schön. Da seid ihr jetzt, okay. Oh. Da müsst ihr euch beeilen, ne? Das geht nach Zeit. Oh. Oh. Maxine, du weißt doch, wie das ist. Guck mal, wie synchron wir sind. Wir sind dafür viel synchroner als ihr. Das stimmt. Und das gibt ja wohl auch Punkte. Das stimmt. Eigentlich alle. Also, wenn das Spiel so für extra Synchronität einfach so einen Meter einfach random oben drauf rechnet. Ja. Das Base Wert. Und go. Ja. Und go. Und wieder? Und auf die warten und mit denen gleichzeitig gut rennen. Weil du Hunger können hast? Wir. Nee, weil ich den gerne reindrücken will, dass wir trotzdem schneller sind. So. Wo sind die denn, die Heinis? Das wäre unten. Die sind knapp vor uns. Aber nicht weit. Ja, deren Meter leider nicht, das trauen die sich nicht, ne? Ja, das. Wollt ihr schon? Oben. Ja, ja, bei uns links sieht man das, weil wir sind ja offen. Nee, auch das geht natürlich. Ach, ihr seid der bessere Stream, ne? Jetzt, ja. Jetzt hat er mich herausgefordert. Ich kann solche Probleme instant lösen. Pass auf, Steuerung C, Steuerung V. Schon kann man das. Das Game ist halt schon noch ein bisschen Meta, ne? So. Dann lade ich kurz das Overlay neu, weil da habe ich auch nämlich die Gegnerzahl eingetragen. Die Gegnerhöhe. Ach echt? Nikola ist krasser Typ einfach. Ja, das. Wir brauchen das nicht, weil bei uns immer höher. Alter Brocki. Hey, was haltet ihr von so einem kleinen Event? 24-Stunden-Stream? Wir haben auch so bei Rocket Beans so ein Format Haus an Haus. Ich weiß nicht. Kennt vielleicht der eine oder andere und wir nehmen nur so Scheißspiele. Also so Alt-F4 oder wie die alle heißen, keine Ahnung. Und das hier. Und man darf erst das nächste Spiel anfangen, wenn man das durch hat. Oh mein Gott. Man, also, ja, klingt genau nach der Portion Selbsthass, die ich brauche an einem Wochenende. Wäre ich dabei. Also, das heißt, wir spielen ja nur ein Game oder was? Ja, vielleicht. Wahrscheinlich. Du musst nicht zwangsläufig, du kannst ja auch zum Beispiel kommentieren. Du musst, wenn du jetzt sagst, das ist dir zu, wir nehmen lieber andere und quälen andere Leute, so Leute wie Chiara oder so, die da auch Spaß ein bisschen dran haben. Kommentieren ist immer geil. Das Problem ist halt, irgendwann hat man dann selber Bock zu zocken. Aber ihr zieht das dann auch einfach durch, ne? Das war das Format, wo ihr auf so der Couch euch arbeiten musstet. Und richtig, so, ne? Ja. Sowas ist mir mein Schlafrhythmus sehr heilig. Für mich war... Kannst du jumpen? Was ist denn der perfekte Schlafrhythmus? Ich hab jetzt an was anderes gedacht. beim ersten Laserjump dachte ich schon, was ist mit ihm? Und dann der zweite. Kannst du jumpen? So, jede Gelegenheit. Gelegenheit, ne? Ja. Wir müssen einfach auch mehr reden. Lass uns direkt den hier nehmen. Und drauf. Ja. Und hoppla hopp. Was ist passiert? Ich dachte, ich wäre du. Das war so dumm. Das war voll mein Fehler. Okay. Ich hab dich Autobahn, angeguckt. Autobahn. Alles gut. So dumm. Stark. Ich hab dich angeguckt. Aber es sah bei mir trotzdem so aus, als wäre keiner im Laser. Doch, ich war im Laser. 100 Pro. Echt? Okay, ja, okay. Weil ich war für einen Moment einfach die Spielfigur verwechselt. Oh, du läufst schon. Okay. Das war mein Fehler. Die Hausmechanik, die macht die nur in Hamburg, ne? Wie bitte? Die Haus-an-Haus-Mechanik macht ihr direkt in Hamburg. Ja, oder? Ja, die machen wir direkt bei uns, ja. Das hat das nämlich auch. Also, wie gesagt, ich hätte grundsätzlich Bock drauf. Es war ja quasi auch schon mal so ein Pitch dabei, aber ich liebe halt Schlaf so sehr. 3, 2, 1, go. Das müssen die jüngere Leute machen. Ich würde quasi einmal mit Brügge kurz gewinnen und dann pennen. 3, 2, 1, go. Gut,
3, 2, 1, go. Schaffen, oder? 3, 2, 1, go. Und rüber. Und jump. Ja, wie gesagt, man kann ja auch, also das Format beinhaltet auch die Möglichkeit zu schlafen. Wir haben das immer mit Fünfer-Teams gemacht. Und dann konnte einer immer schlafen gehen oder mehrere und die anderen mussten es richten. Also es ist schon nicht mehr so, in der ersten Staffel war es noch wesentlich härter. Das haben wir schon ein bisschen humaner gemacht. Aber wie gesagt, voll für die Frühschicht. Ja, du kannst ja auch einfach kommentieren. Dann kommentierst du die Frühschicht, Johnny darf sich aussuchen, ich kommentiere die Spätschicht. Brücki kann mitspielen. Geil. Bei Brücki ist ja in eurem Team auch eindeutig der Bessere. Ich werf ihn ins Leid. Was? Stark. Natürlich. Und go. Von der Art von Kompetenz. Okay. Also irgendein Super-Nerd im Chat hat bestimmt gezählt, wie viel Brücke gefallen ist. Ja, aber wer hat mich denn nicht hochgeholt? Also ist ja, muss ja immer beide Seiten der Medaille schauen. Okay. Also ich würde sagen, beim nächsten Mal rennen wir alle einzeln. Vierer-Split. Oh, Nikola muss dann nochmal eine Spätschicht einlegen, um hier alles perfekt vorzubereiten. Oh, 3, 2, 1, go. Ah, ich hab da mittlerweile ein Vertrauen, wenn du uns sagst, weiß ich schon genau, was du meinst. Und wir nehmen den nächsten. Ja. Und drauf. Und wir warten. Und das ist unser. Brücki, du musst doch nach hinten einmal gucken. Rüber. Und doch direkt weiter. Klasse. Die kann da noch nichts passieren. Ich hab's noch nicht einmal geschafft, hier durchzuspringen, ne? Aber du mittlerweile echt regelmäßig. Ja, so, das ist unser liebster Baum. So. Das ist auch eine ganz gute Sprungübung eigentlich. Okay, siehst du, da bin ich. Boah, ich hasse ihn. Sehr gut. Weiter direkt und ja, zack. Ja. Und Gefühl, zack. Und rüber, zack. Sehr nice. Und da haben wir wieder unseren Fahrstuhl. Ah, das ist echt gut mittlerweile, ey. Ja, so, da sieht man mal, wenn wir so viel, läuft. Wir so viel Zeit hätten wie ganz kurz, ich wollte noch mal betonen, wenn Johnny und ich so viel Zeit gehabt hätten wie ihr beide in dem Spiel. Wir sind jetzt schon so dicht beieinander, das kann man sich eigentlich ganz gut ausmalen, wo wir wären, wenn wir so viel gespielt hätten wie ihr. Aber jetzt ich habe nicht so viel gespielt. Jetzt kommt jetzt 12:30 Uhr jetzt auch ja. So. Wir haben ja 12:30 Uhr jetzt. Ab jetzt kommt ja unsere Zeit. Der so. Maxim wird langsam hungrig, der will hier schon, ich will einen Timer. Ja. Brücki ist eh schon die ganze Zeit missmutig, weil der hatte auch ein anstrengendes Wochenende. Warum denn eigentlich? Das kann eigentlich mal erzählen, ne? Was hast du denn so gemacht? Ich habe eine Win-Challenge gemacht. Kennst du Flappy Bird, Nils? Ja, natürlich. Und wenn du das so 6 Stunden am Stück spielst, und ist das geil, ne? Warum hast du das gemacht? Er war zu schlecht, er hat es nicht geschafft. Man kann ruhig mal, also wir haben dafür Win-Challenge gemacht über 18 Stunden und ja, mit so Fortnite und PUBG, halt alles, was so richtig viel, richtig Spaß macht, wenn man es nicht kann, war richtig geil. So Fortnite? Dann auch League Playoffs. Weißt du, ja, so Fortnite ist bei euch scheiße. Auch, wenn ihr seht, wie wir spielen, oder? Also Fortnite ist das Bodenloseste, was man, glaube ich, in so einer Win-Challenge machen kann. Fortnite ist so, du rennst 30 Minuten rum, farmst du was zusammen und dann kommt ein 12. Fitness-Lounge und den Sachen weg. Er nimmt dir die Sachen weg. Nächste Gelegenheit. Jo. Sehr gut. Und warte, jetzt die nächste. Hast du es? Ja. Okay, weil ich kann nicht mal zurückblicken. Ja. Nee, ist auch gut. Immer einen Blick nach vorne. Ja. Offensichtlich. Ich zieh dich quasi wie so ein Ochse zieh ich dich hoch. Nicht wie so ein. Riechst auch ein bisschen wie einer. Danke. Warte mal, riechst? Danke. Danke. Erstmal. Kompliment erwartet, gar nicht zugehört. Aber ich krieg so oft Komplimente. So. Genau das würde so bei Frame statt. Oh, rein. Ja. Und Jump. Und direkte Gelegenheit? Okay. Ja. Und hoch. Sehr gut. Okay. Jump und so. Gelegenheit. Also das ist Jump ja unsere Bahnstation. Oh, wir sind rüber, aber falsch. Okay, kommen wir da drauf? Ja, ne? Was bringt uns das? So. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang, ne? Ja, glücklicherweise müssen wir irgendwo runter. Okay. 1, 2, 3. Oh Gott, keine Ahnung, was da ist. Also hier müssen wir jetzt droppen lassen. Ja, okay, aber jetzt ist Gefühlzeit. Oh. Jetzt Gefühl. Nur Gefühle. Gefühle kommen auch. Deine Gefühle, okay? Oh, sehr gut. Okay. Und deine Gefühle gehen jetzt vor. Du sagst. Okay, ich würde vorschlagen, bei dem Laser nehmen wir die Gelegenheit danach nicht. Okay. Bei dem haben wir da auch einen gewartet, weißt du? Naja, es geht. Ah, okay.
sind Gefühle sind so krass. Jeder hat Zahlen. Zahlen sind so kacke. Ich weiß gar nicht, was gerade passiert ist, ehrlich gesagt. Ob ich das war oder ob du den abgekriegt hast. Ich habe ja auch kein Gefühl. Ich habe das Gefühl, diese Laser, die auf dem Boden sind, da springe ich manchmal ich einfach nicht Gefühl, weit genug. Ja. Ich spring drüber, aber lande auf dem Laser. Das ist ja mega dumm. So, okay. Wo sind wir gerade gestorben? Wir sind an den Nippeln gestorben. Ah ja. Der natürliche Tod von so jugendlichen Menschen. Sehr gut. Maxim, was ist denn der beste Schlafrhythmus aus deiner Sicht? 7 Uhr wach sein. Und wann geht man dann ins Bett? Es ist 7 Uhr abends. 22. 22 muss Handy tot sein und du bist schon müde. Okay, ja. Das ist krass. Das heißt dann 9 Stunden Schlaf oder was? Brauchst du 9 Stunden Schlaf? Naja, ich muss ja auf Toilette nachts 3-mal. Das heißt, das muss ich ja schon vorbereiten. Was ist, warte mal. Ich meine ernst, Marbert. So. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Direkt Windmühle. Okay, warte, stopp, Brügge, stopp. Gemeinsam, Hashtag gemeinsam. Hashtag gemeinsam. Und los. Das Lustige ist, du wolltest Maxim ein Gespräch verwickeln. Ja. Das hat auch funktioniert. Ich hab's, Brügge. Du bist so krass. Aber wie mache ich's jetzt? Wie pull ich's? Pull mich hoch. Schau mich an. Schau mich an und pull mich hoch. Den Controller ist so schwer. Okay, warte mal. Wir gucken du bist so ein schöner Mann, das ist so krass. So, jetzt müssen wir da rechts links hoch, oder? Warte, ich warte auf dich und dann können wir zusammen jetzt direkt dahin. Und los. Hätte mich doch leicht an den Flanken gestreift. Auch selbst ohne Auto noch diesen kleinen Popo klar. Ja. Alter, wie viel Windmühlen sind kriegen wir den noch? Den kriegen wir noch. Oh nein. Warte. Einfach oh, der kommt zu uns. Warte mal. Den nächsten erst. Oh Gott, springt. Warte mal, stopp. Lass den uns jetzt mal ein bisschen mehr gucken. 3, 2, 1, go. Weil das ist wieder so ein Labyrinth. 2, 1. Also wir müssen ja, glaube ich, geradeaus und nach links, soll ich sagen. 1, go. Also den hier nehmen wir. 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Also schon 37. Und rüber. Ich habe schon wieder deine Figur gesehen. Das ist passiert dir das nicht manchmal, dass du die anderen... Das sind die Erschöpfungssyndrome. Wir sind hier auch schon lange dabei. Ja, wirklich. Das ist... So, warte mal, Brücke. Warte mal, stopp. Mario Kart. Hier ist ein Müll. Kommst du rauf? Warte, ich komm runter. Wir müssen hier auf diese Platte. Aber links jumpen. Lass uns da Jinx. Nee, wir müssen aber wo kommen wir denn da hin? Achso, wer schon da durchlaufen. Nee, wir skippen so eine Mühle, komm mit. Nein, komm mit mir. Doch, nein. Komm jetzt. Oh, nee, komm mit mir. Streit, nee, wir skippen hier lang. Nein, hier lang. Nein, wir schaffen, nee, wir müssen da hoch aufs Gebäude. Wir müssen da hoch aufs große Gebäude. Ja, dann lass mal hingehen, aber bitte meinen Weg. Na gut. Nee, gehen wir da hin. Schaffen wir das? Direkt, wenn wir direkt machen und jump. Sehr gut. Ah, geil. Links. Du hast nochmal geguckt und die anderen überlegt. Nee, ich hab recht. Aber ich bin. Aber also ich du meinst, da hinten geht's lang. Ich investiere Zeit, um dir zu zeigen, dass du Unrecht hast. 1, go. Okay. Dann gehen wir nochmal runter. Na gut, dann mal runter. 3, 2, 1. Okay, geht das überhaupt? Wir sind wieder in der Zone der Gefühle. Sehr schön. Sehr gut. Pass auf, ich wette, das ist die Abkürzung und da bricht ein Droh unter uns weg. Vorsicht, ich habe hier hinten noch einen Engelsflügel, den wir nicht haben. Warum? Weil es ein Schiefer ist. Go. Zack. Oh. Warte mal, ich hab, wir haben 1 von 10. 1, go. Das ist ja das demoralisierendste Achievement, das ich je hatte. Nächsten nehmen wir schon. Jetzt noch weiter. Ja. Eins nach vorne springen. Und rauf. Warte mal, du willst nicht direkt auf die weiter. Auf das Ding ging? Sehr gut. Doch. Okay, wir hätten ja gleich drauf gehen. Ich wollte ja, ich muss sicher gehen. Das war nicht sehr unsicher. Weltmeisterschaften. Okay. Oh. Ich hab's einfach einmal keine Stufe genommen. Ja, das ist ja gut, wenn wir ins Haus bringen. Wir müssen nur das Ding hier schaffen, Maxim. Das Ding schaffen, dann haben wir es damals geschafft. Okay. Super. Nice. Das Game vorbei. Weiter direkt. Warte mal, nee, da müssen wir gemeinsam vorbei. Und? Müssen wir nicht. Wieder unser Fahrstuhl. Stark. Okay, da gehst du vor. Ist ja auch schon aufgefallen, dass Brücki schon wieder wüsste, wo es lang geht, obwohl er noch nie so weit war. Nee, weil ich einfach Augen hab. Es ist ein bisschen auffällig. Find ich nur mein Gefühl. Ich habe übrigens in der Wind Challenge, die Brücke gemacht hat, bin ich reingegangen und da stand einfach Chain Together im Spielplan. Aha. Da war ich ein bisschen überrascht. Erzähl die Geschichte bitte ganz. Ja. Dann haben die 4 Stunden eingeplant für Chain Together, aber Brücke kannte alle Geheimnisse und die war nach 1,5 Stunden durch mit dem Game. Ach was. Das ist unrealistisch. Okay. Das ist wirklich unrealistisch jetzt. Das ist richtig interessant. Die Brücke war ein Ehrenmann und hat es streichen lassen. Sind wir richtig hier? Ich habe nicht geschaut. Aber ich meinst du, dass Brücke richtig viel trainiert? Aber man könnte ja auf Steam mal checken, was er auf der Uhr hat, ne? Ich habe 10, man kann bei Steam mal. Nee, das Ding ist aber auch. Ich muss sagen, Brücke hat natürlich auch 2 Steam-Accounts. Da müsste man dann schon nochmal schauen, ob das dann alles mit rechten Dingen zu tun hat. So Challenges wie jetzt 2 Steam-Accounts, ja.
Sein Practice-Account. Ah, werde ich Carina mal fragen. Warum dreht sich da dieser Kühlschrank? Du kannst loslassen, Rügi. Ach, mal, da sehen wir jetzt auch, wie viel Meter die haben. Das ist interessant. Die sind gar nicht so weit weg. Ja, nehmen wir, ne? Ja, nehmen wir. Hast du ihn? Ja. Das ist so ein Laufengel. Ist das ein Laufengel? Das ist ein ganz normaler Laufengel. Ich wünschte, ich könnte Stimmen imitieren und dann würde man die ganze Zeit die so irritieren. Oh, das wäre voll stark. Ja. Das wäre auch illegal. Ist doch so ein Skill, der doch erlernbar sein muss. Oder? Ah, es gibt eine KI, die. Ich nehme einfach ein paar VODs von Maxim, lerne seine Stimme über die KI und spiele dann hier so Sachen einfach ab, die ich eintippe vorher. Bleiben wir einfach auf dem Rohr, oder? Wir bleiben einfach. Warte mal. Brücke. Du bist ganz allein. Ja, das kannst du einfach. Also, wir gehen auf das Rohr und ich glaube, wir können einfach nach Gefühl durchgehen, wenn wir einmal drauf sind. Ich würde sagen, wir laufen das Rohr schräg an und laufen gegen der Rotation. Ich mach hier nichts schräg, kannst vergessen. Okay, also ich würde sagen, und geh einfach mal eins. Ja. Okay, dann auf dein Gefühl. Dann Laser hüpfen. Das Ding ist jetzt oben. Jetzt Gelegenheit nehmen. Und dann machen wir gleich, okay? Okay. Also jetzt nicht nehmen, Also aber Laser, nur Laser. Okay, und jetzt die nächste? Und jetzt nehmen wir den da. Ja. Okay, und... Siehst du das? Rüber. Das war eigentlich, was ich meinte. Sehr, sehr gut. Und die müssen wir jetzt auch nehmen? Die sind gegen die Rotation gelaufen. Die nehmen wir, ja. Okay. Super. Stark. Dann haben wir's. Ja, ich glaube, das ist besser, ich eher nicht. Diesen Kack-Laser echt Probleme. Boah. Da bin ich ein bisschen früh. So, jetzt haben wir wieder Zeit. Ja. Ah, da müssen wir uns dagegen... Dagegen hängen, oder was? Ausrichten, 3, 2, 1, go. Lass ihn mal ruhig fallen, ja. Ausrichten, 3, 2, 1, go. Ja, das ist geil. Ich drücke mit einem Knopf, meine ich. Schön nachkorrigiert. Ihr könnt runter. Ein bisschen wie so bei der Olympia, dieses Balken-Ding. 3, 2, 1, go. Ah ja, cool. Schön. Wait, stopp. Warte. Okay, das ist hier, sehr schön. Nice, go. Okay, dann machen wir weiter. Und go. Doch. Go. Gerade. Go. Okay. Und einfach ran, ne? Ja, der war weird, oder? Okay, das ist ein Glitch. Und hopp. Und hopp. Ja, nice. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Nice. Sehr gut. Dann. So. Wait, bin ich hier eben hin? Das ist die Nils, die uns callt mit seinem Mundhopp. Ne? Ja, ich würde es auch. Ich habe legit auf Nils Hopp gehört. Aha. Und hopp. Sehr gut. Und hopp. Und ja, einfach nur die fallen mal 1000, okay. Was? Warte. Oh, warte. Ziemlich hoch. Das war ein bisschen. Ja, ich geh mal hier hin. Ja, geh mal da, wodurch. Geh mal eine gute Gelegenheit. Pull mich mal mit. Ja, ich ziehe. Sehr gut. Nee, das oh mein Gott, ich habe meinen ersten Pull geschafft. Yes, nice. So. Oh, das ist wieder dieser Scheißmoment. Ja, das ist synchron. Da können wir uns Zeit lassen hier. Das ist ein sehr langer Wurm. Genau, okay. Wenn er nämlich da weit vorne ist, ich mal ganz kurz hier. Dann zieht er den eventuell mit drunter. Ja, na, das ist super. Also das hier ist auf jeden Fall die most time-wasted Stelle, oder? Ja. Also es scheint nicht schwer zu sein und auch nicht besonders trickreich zu sein. Siehst du das ganz links, was da... Stopp! Oh mein Gott, Maxim, okay. Ganz safe, Mann. So, siehst du das, was hier gerade passiert? Super. Nice. So, jetzt müssen wir aufs Loch achten. Das war echt. Müssen wir jetzt die Frogger über die Zugdinger gehen? Wir müssen das merken. Also, zuerst kommt ein Zug. Warte mal. Zuerst kommt der, dann warten wir. Wir warten eigentlich nur. Die letzten beiden rennen wir durch. Ist der Cycle mal gleich? Hier lang. Schon oben. Okay. Wir warten den ersten, dann den zweiten. Einen dritten, einen vierten und los. Ich habe jetzt einfach nicht so gesehen, aber meine jetzt Gefühle erstmal haben überhand genommen. Es waren quasi so jedi-artige Kräfte. Erstmal hoch. Boah, ey. Ich finde die Steuerung auch des Schwimmens komplett lame. Ich verstehe es auch gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt... Also, ja, okay, ich bin einfach rausgestolpert. Nice! So, noch 15 Minuten. Und Rekord. Nice! Gut. Geiler Scheiß, so. Habt ihr gehört, ihr beiden? Was? Ja, haben wir. Ja, gut. Wir sind entspannt. Weil dann muss ich essen. Das ist wichtig. Ui. Irgendjemand scheint mir nicht den Fahrstuhl fallen. Ui. Das ist aber. Jetzt haben wir noch. Nee, so einen richtigen. Da bin ich gespannt.
So, ah, warte, jetzt nicht rechts. Ja. 3, 2, 1, go. Ich darf es aber nicht festhalten. Boah. Oh nein! Warte, ganz kurz. Ich geh rechts. Warte. Wir müssen Seiten tauschen. Warte, ganz ruhig. Alles gut. Nicht auf die falsche Seite. Aber was ist denn richtig? Wir müssen hier rechts. Ja, so ist super. Okay, das war direkt weiter. Das erkenne ich nicht irgendwie. Warte, okay. Eins, go. Oh Gott. Da müssen wir auch beide drauf, ne? Ja, das ist jetzt sehr gut. Oh, was ist das denn? Ab jetzt weiß ich überhaupt nichts, ne? Okay. Ja, ist egal. Ich mach das. Nach Gefühl. Warte, okay. Warte mal. Stopp. Ich muss erst mal umschauen. Oh, wir können hier vorher stehen. Das habe ich hier noch nie gesehen. Auch nicht. Okay, dann wollen wir jetzt einfach den nächsten nehmen und rüber? Oder wollen wir erstmal überlegen, wie wir es machen? Okay, Leute, spoilert uns mal, wie viele Kilometer sind. Ja, machen wir es noch. Wenn wir jetzt laufen und dann müssen wir, können auch in die Mitte wahrscheinlich, auf der Mitte stehen bleiben. Okay, komm, dann den nehmen wir jetzt laufen. Gehen wir auf die andere Seite, genau. Genau, warte. Bei der hier, ne? Der ist gut. Und rüber. Nein, ich bin fucked. Egal. Alles gut, ich ziehe dich hoch. Ja, du stark. Und der nächste ist gut. Ey, zwei Doberngedanken, ist so geil. Geil. Stark. Weil wir hören Vögel gezwitscher, das beruhigt mich. Okay. Nice. Ich weiß jetzt nicht, wo es lang geht, da rechts übers Rad. 3,6 oder. Ach du Scheiße. Okay, ja, ich glaube, wir müssen rechts übers Rad. Oder? Ja, ich glaube auch. Das wäre eine Gelegenheit. Hier rüber und dann aufs Rad. Ja. Logisch. Und dann hier so. Ja, gehen einfach. Und dann hier so. Und 3, 2, 1, go. Ja. Und hier ist ein Wall. Einfach gehen. Ja. Okay. Ja, da vorne kommen dann die schwierigen Laser. Ja, wir gehen einfach wieder gerade und wir machen nach Gefühl. Also auf das heißt, auf mein Gefühl. Nach dem jetzt. Und los. Warte, da ist noch nicht, oder? Ganz kurz. Der kommt nicht bis zur Kiste. Einmal um sich jetzt nee, nee, okay. Dann 3, 2, 1, go. Stark. Okay. Aber wir können hier vorne auch stehen, oder? Das kennen wir ja schon. Das ist nur ein anderes Gefühl. Ja, wir können erst stehen. Aber lass uns kurz zurück. Taktik machen erstmal. Wir erstmal kurz die Grenze. Also wir laufen wieder mit. Wir laufen jetzt springen dann rüber. Das ist genau wie vorhin einfach, oder? Zwei Sprünge dann quasi. Oh, ja, das war komisch. Wir können auch von hier rüber springen und direkt laufen. Dann lass uns springen, wenn der hier am Ende ist quasi. Sozusagen. Also 3, 2, 1, go. Und mit. Und jump. Und mit. Und jump. Und rüber. Und durchziehen. Stark. Und jetzt haben wir ein bisschen Zeit, das wirkt nur so. Dann lass uns, ja, können wir einfach rüber. 3, 2, 1, go. Ja. 3, 2, 1, go. Warte. Was machst du? Und rüber. Nice, super. Mann, let's go. Brücke ich da oben? Okay. Was, ich hab keine Ahnung. Nicht so schnell im Windsprung, bitte. Nachher, wenn ich nicht hinterher komme, nachher reißt die Kette dich zurück oder so und dann haben wir ein Problem. Ja. Okay. Das hier bewegt sich nicht. Okay, die sind statisch. Nacheinander würde ich sagen. Ja, okay. Wenn du mir vier Spur gibst. Ja. So. Häng dich ran. Ich häng mich ran. Okay, warte. Kommen wir da rüber? Ja, müssen wir uns direkt davor stellen. Das mal den. So. Also, wenn sich's dreht, dann springen wir. Da können wir ja nicht verkacken. Achso, aber da vorne können wir auch wieder stehen. Wenn wir in der Luft sind. Eventuell müssen wir uns da. Ich weiß nicht, ob wir. Wie weit wir kommen. Du meinst, müssen wir länger fliegen? Lass uns mal solche runterziehen. Aber wir können auf jeden Fall stehen. Ja, du jetzt runter und wir sprintjumpen diesmal. Ne? Doch mal gut. Das ist der, glaube ich, nämlich auch. Also, pass auf. Ja. 3, 2, 1, go. Bist du? Oh. Alles gut. Ich bin unten, aber ich versuche mich nicht zu bewegen. Okay. Oh, da oben habe ich kein gutes Gefühl. Warum ist da so ein Ventilator? Ich weiß nicht, wie ich dich ziehen kann jetzt. Ich auch nicht. Nein. Oh, Stein. Der ist ein Fake-Stein. Was denkst du, wie doll der ist? Autobahn? Der haut uns runter. Ja, hier. Sogar ein bisschen über Autobahn. Ich einfach komplett auf diese Stalaktiten gefallen bin. Ja. Ich konnte dich nicht ziehen. Der Laser hat getroffen, ne? Ich hätte es gar nicht gedacht. Aber wir nehmen den nächsten. Mann, wir sind so geil, Mann. Okay, das ist nicht geil. Ist das der richtige Weg? Das sieht so falsch aus. Leute, wir brauchen mal einen Hinweis. Ich habe keine Ahnung, ich hatte dich überholt. Also, ich habe versucht, aber ich konnte dich nicht. Warte mal, stopp. Wir müssen erstmal hier in die Mitte, weil da landen wir auf dem Boden unten. Ja. Nee, komm mal hier zu mir. So. Das ist doch. So lange auch im Boden. Okay. 1, 2, 3. Ups, hier, geht.
Ist gut. Und mit, direkt weiter. Durch. Ja. 1, 2, 3. Nice. Unser Lieblingsaufzug. Wir sind aber auch gut, Alter. Also wir sind wirklich. Ich finde mich auch ganz schön geil. Heftig. Also, ich habe mich jetzt schon ein paar Mal angefasst. Warte mal, stopp. So. Okay, das war. Oh, das war kein Wort, ne? Ja, das nächste Mal würde ich sagen, machen wir einfach Jump-Ding und ziehen dann direkt durch mit den Lasern. Weil der Laser hat mich ja trotzdem getroffen, ne? Das war ein bisschen weird. Ich weiß jetzt, warum ich dich nicht richtig holen konnte. Ich hätte in deine Richtung gucken müssen. Nein. Nehmen wir und, den? Das war aber auf dem Balken ein bisschen. Also, ich habe nicht in deine Richtung geguckt, weil ich dachte, ich falle runter, wenn ich mich zu sehr bewege. Ja. Aber das bringt ja nichts, weil ich hätte einfach mich drehen müssen. Aber ich weiß nicht, ob du mich da hinziehen können soll. Ja, vielleicht. Alter, der fährt wie der letzte Hauptschalter. Oh, ich glaube, wenn wir die Pull-Mechanik gut können, können wir garantiert 2-3 Tode hier irgendwie vermeiden. Ja, auf jeden Fall. Wenn einer immer, also reicht dann ja, wenn einer überlebt, reicht's ja und dann. Ja. Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Vielleicht hätte es geklappt, wenn ich zu dir gedreht hätte. Alter, was geht eigentlich bei denen da ab? Wir fahren Gabelstapler 3000 Meter Höhe. So, ich gehe jetzt raus, oder? Leave Car. Ja. Beide. Wir haben wofür kommen. Ich bin dem Spiel sehr dankbar, dass das hier offen bleibt übrigens. Das ist eine gute Entscheidung. Das ist ganz schwierig, ne? Aber ja. Nachgefühl. Weil das sind die Momente, auf die man halt gar keinen Bock hat, so dann das alles nochmal zu machen. Vorsicht, Vorsicht, oh, okay. Ja, du kannst auf der anderen Seite bleiben. Das geklappt. Okay. Die müssen jetzt einmal noch richtig. Das haben wir komplett nachgefühlt, das schaffen wir. Stark. Vielleicht nochmal von vorne. Wir müssen einmal fallen und dann. Ja, ja. Dann haben wir so. Müssen wir in 8 Minuten einen Weltrekord ausstellen? Ja. Speedrun. Ja, das ist eine Idee. Das ist eine Idee. Schaffen wir jetzt. Das ist ein geiles Tempo hier. Kommst du? Pop, 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 pop. Kriegen wir den noch? Nee. Nehmen wir den nicht. Nee, Keine Helden tot. Stampft auf dem Skelett eines Gefallenen. Ich hoffe, das ist Maxine. Ey! Wir fallen nicht. Nehmen wir. Okay, da bin ich gegen die Stange gekommen. Oh, und rein ins Loch. Ich bin. Ganz viel von denen. LOL. Wie du mich LOL. Hast. Ziemlich. LOL. Dem, das ist ja geil. Oder? Das ist ja einfach nur geil. Aber wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Pass auf, wir nehmen den ganz ruhig. Wir nehmen. Vor uns kreist hier einer, da können wir uns dran hangeln, oder? Der, oder? Schaffen wir das? Kann sein, dass ich dich nochmal. Ja, ich denke schon, aber dann gehe ich mal auf deinen Stachel. Der Baum. Und ich würde sagen, wir gucken den Stachel entlang, okay? Ja, warte, und dann. Machen wir ganz kurz den nächsten. Sollen wir auf dem Stachel noch näher ran? Achso. Oder wie machen. So? Lass uns kurz einigen, in welche Richtung wir springen. Ja, in Richtung des Stachels. Okay, dann drehe ich mich einmal um. Also den Stachel entlang quasi, okay? So, und jetzt, wenn er kommt. Oh, die dumme Scheiße. Sache ist da so im Weg. Das ist einfach also gegen quasi dann jetzt da versuchen hochzuspringen, ne? Oh, oh. Ja, das hat für mich nicht geklappt. Warte. Jetzt muss ich genau das. Ich muss so gegen. Wir haben den Netz, oder? Mit den Safe. Du ziehst mich halt runter, wenn ich drehen und lenken gleichzeitig. Also, egal, ich versuch's. Egal, du fällst, du musst dich direkt zwei anfangen. Ja? Stark? Okay. Und jetzt noch Pull. Ja, ich kann die Taste gar nicht drücken. Ich weiß nicht, warum, ich kann dich nicht polen gerade. Du musst mich noch zentral anschauen. Das hab ich nicht verstanden. Hab ich jetzt was falsch gemacht? Nee, ich hab was falsch gemacht. Geil. Oh. Alter. Okay, aber ich hab schon. Okay. Also, ja. Nochmal? Also, ja, auf jeden Fall. Soll nur einer springen? Nee, ne? Beide, wir müssen es beide machen. Von hier vielleicht, wenn der von hier um die Ecke kommt. Pass auf. Also der nächste, der kommt. Hier jetzt in unsere den Blickrichtung. Ja. Scheiße, jetzt nehmen wir jetzt 3, 2, 1, go. Ich dachte, du ziehst dich hoch und ich kann mich doch halten. Ja, Hammer. Nein, ja. Hast du es? Bleib drauf. Doch. Alles gut. Ich pull dich. Hilft das? Ja. Warte, ich muss an den Rand. Da ist ein Laser. Ich muss weg. Okay. Oh, schade. Oh, Mist. Oh, das war so close. Ich hab dich nicht schnell genug hochbekommen. Warte, stopp. Ich bin... Also, ich habe eine Lücke gefunden, von der du noch träumst. Ja. Sehr schön, okay. Aber das ist so schwierig, weil man wird ja gezogen. Das heißt, man muss gegensteuern und gleichzeitig die Kamera drehen, dass man einen anguckt und dann pullen. Das ist nicht so einfach. Vor allem denke ich mir, in dem Moment immer, ist Maus und Tastatur da nicht simpler? Ich glaube, auch beim Pullen ist es 100% besser. Ja, also das glaube ich auch. Ich ziehe Brücki, also ich glaube, Single Digits habe ich ihn heute hochgezogen. Weil jetzt wirklich, das ist komplett Pain. Ja.
Aber krass, dass man von da echt drauf kommen konnte. Das ist nicht schlimm, Brücki? Ja, Hammer. Also das war echt lustig. Warte, hier ist eine Abkürzung. Aber ja, hat sich geil angefühlt. War ein schöner Moment. Ja. Können wir nächstes Mal auch gleich machen. So, okay, jetzt 55. Was sagt ihr? Wir müssen jetzt, ich muss jetzt aufhören. Ja, ich habe den Verdacht, dass ihr gewonnen habt. Knapp, okay, aber... Ich denke, da muss man auch nochmal World Record Guinness Buch anschreiben. Ja. Die Hölle, Maxi? Guck mal. So, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Brücke und ich, wir saven das. Stark. Mhm. Weil da können wir den Run vielleicht sogar irgendwann mal beenden, Brücke. Ich fände es irgendwie schöner, wenn ihr springt. Ich würde gerne wissen, wie tief man fallen kann. Aber ich will das, also ich will das schaffen. Oder willst du springen, Brücke? Man kann das saven. Ja, wir können saven. Save and quit. Kommt ja auch jeden Moment da wieder hin. Dann lass uns save and quit machen. Ja, eben. Geil. So. Are you sure? Quit. So. Okay. So, ihr vier. Ah, das war sehr, sehr schön. Easy. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und den nächsten. Den nächsten nehmen wir. Vielen Dank an Nikola für die technische Aufarbeitung. Den nehmen wir auch. Das war echt richtig cool, ja. Ups, so, ich muss jetzt hier 5000 Sachen löschen. Juhu. Aber ist nicht schlimm. Haben wir noch ein paar Meter gut gemacht fürs Gefühl auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das war ein gutes Gefühl. Aber ich würde sagen, wir springen bis zum Boden. Wo sind wir denn hier gelandet? Was ist das denn? So, jetzt müsst ihr euch mal hier noch entfernen. Okay. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Oh, vielleicht haben wir einen super Shortcut. Ja, wir haben gewonnen. Dank des Super Shortcuts. Ja. Nee, aber war geil. Hat echt Spaß gemacht. Da hat es echt Spaß gemacht. Johnny, ich finde, wir haben eine massive Lernkurve gehabt. Ich fand es auch krass. Also, ich glaube auch, dass es Momente gab. Also, wir können ja nur durch das Mentale gewinnen. Ja. Und ich glaube, der eine Moment, wo die einmal abgestürzt sind, das war ein guter. Ne, wenn wir sie da unter Druck setzen, dann bricht die Leine. Aber dadurch, dass die quasi die ganze Zeit in Führung waren, haben die halt wenig Gründe gehabt, sich zu hassen. Und das macht es dann schwerer für uns. Ja, du hast völlig recht. Da muss ein bisschen mehr Zwietracht gesät werden. Nächstes Mal müssen wir gucken, dass wir auch vielleicht ein bisschen deren Verhältnis noch zersetzen im Kern. Ja, also ich hatte auch schon ein paar Dinge dabei, aber ich wusste auch, dass das bleibende Schäden für die Freundschaft für alle Zeiten hätte und dann... Das ist richtig. Ja, ich kann mit Johnny kein Mafia mehr spielen. Das ist mir zu gefährlich. Vielen Dank, Leute. Das hat echt Spaß gemacht. Ey, war richtig cool. Danke dann für eure Zeit. Und ich schreibe euch zwecks Sachen, wenn wir noch irgendwas anderes spielen. Okay? Gerne. Cool. Ja, jetzt ist erstmal Gamescom, Brudi. Ne? Also, jo, das ist auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind ja alle, fast alle. Kleines Arschloch. Gerne. Das hat hart gewonnen. Okay, haut da rein, ne? Tschüss, Leute. Tschüss. Gut. Tschüss. So, als ist noch Nikola da. Das war eine weitere Runde. Chained Together. Und es war wie immer sehr lustig. Es macht echt Spaß. Wir haben eine gute Lernkurve gehabt, finde ich. Und ich glaube, wenn wir noch länger gespielt hätten, dann wären wir immer besser geworden. Und es gibt ja auch manchmal bei Spielen dann so einen Bruch, dass man denkt, okay, ich muss jetzt aufhören, das ist zu frustrierend. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir diesen Punkt erreicht haben, auch wenn wir manchmal dumm runtergefallen sind oder ein Fehler gemacht wurde oder so, sondern das hat echt Spaß gemacht. Und ich glaube, wie gesagt, wir hätten noch mit einer Stunde mehr, 1, 2, 3, 4, 5 Stunden mehr, wären wir auf jeden Fall bis ganz nach oben gekommen. Vielen Dank fürs Zusehen, das war Chained Together.